Test, Test. La, 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 la. Oh. Herzlich willkommen zurück, wir sind live. Wir sind schon live. Genau, ich musste noch klein, gerade meine Stimme ein bisschen eintünen. Ja, schön, dass ihr da seid. Hallo. Letzte Session vom zweiten Tag heute. Und wir sind wieder back mit unserer tollen Illustratorin, der lieben Lisa. Danke. Das ist das neue Markenzeichen. Liebe Lisa. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache, weil die liebe Lisa, falls ihr es verpasst habt, könnt ihr nämlich jederzeit den Stream von gestern und noch alle anderen Adobe Livestreams entweder auf YouTube auf unserem adobe.de-Channel oder auf adobelive.com schauen. Da sind alle Streams auch von heute, von den letzten Malen nachzuschauen als Replay und da könnt ihr euch so viel Illustration, Video, Foto, Innovation, was auch immer ihr schauen wollt, angucken, habt ihr alles da. Ich guck mal ganz kurz in den Chat. Aber vielleicht magst du dich mal ganz kurz nochmal vorstellen für diejenigen, die dich gestern verpasst haben. Ja. So ganz kurz. Ja, klar. Genau, ich bin Lisa Tegmeier und ich bin Illustratorin aus Hamburg. Arbeite hauptsächlich im Editorial-Bereich, wenn man das so sagen kann. Das heißt für Magazine, Print, aber auch online und mache so Illustrationen für Markenerscheinungen. Da weiß ich immer noch nicht den genauen Begriff, aber ich habe viele Illustrationen für Firmen gemacht, die eine neue Online-Präsenz aufgebaut haben und dann auf ihrer Webseite gerne Bilder mit einbezogen haben wollten. Und ich kann ja nochmal meine Webseite öffnen. lisategmeier.com. Jetzt bin ich nämlich auch, bis vor kurzem hatte ich nur .de. Und jetzt bin ich. Warte, wenn du auf deiner Website bist, dann muss ich jetzt mal kurz hier umschalten. Uno secundo. Aber wir sind noch nicht verbunden mit deinem Laptop, sehe ich gerade. Ich muss nochmal rausziehen und rein. Ich sehe schon. Ich sehe schon, aber es war trotzdem noch nicht verbunden. Ja. Jetzt aber. Genau. Danke, Rufus. So, sehr schön. Switch noch gleich wieder gleich hoch, aber jetzt kannst du mal kurz zeigen. Ja. Ja, hier sieht man eine Auswahl, oder eigentlich keine Auswahl, das sind eigentlich alle Arbeiten, die bereits erschienen sind, die ich in der letzten Zeit gemacht habe. Wie man hier sieht, verschiedene, genau, Printprodukte, Hefte, Zeitungen, Illustrationen eben für Print. Und zwischendrin sind immer auch freie Arbeiten, die ich schaffe, dann in der Zwischenzeit mal zu machen. Deine Punkte. Das ist cool, ne? Ja. Ich hab schöne Punkte. Wie zum Beispiel, das hatte ich gestern, glaube ich, schon gezeigt. Genau. Ja, ich glaube, ich zeige das immer, weil das dir so eine freie Arbeit, ja, das ist oft auch motivierend dann, wenn man es schafft, in der Zwischenzeit nochmal was für sich zu machen, nochmal auszuprobieren. Und ja, das ist so die letzte freie Arbeit gewesen. Was ja auch gar nicht schlecht ist. Mhm. Ich scroll hier mal durch. Oh. Wie man sieht, ich mag gerne Farben. Und es ist sehr flächig gehalten, also was bestimmt auch ein Grund ist, warum ich Anfragen bekomme fürs Web, also für Online-Auftritte, Webseiten, Illustrationen zu machen. Mhm. Ich denke, dass viele Kunden sehen, dass es dieses Digitale, dass es passt vielleicht, ne? Dieses Flächige, das ist vielleicht auch modern und ich denke, das ist einer der Gründe. Aber nur einer. Ja, wer weiß, was die anderen sind. Ich meine, es gibt im Moment viele, die so in diese Richtung gehen. Viele Illustratoren, die diesen Flat-Style, also diese Vektoren halt haben, also Vektor-Art-Stil. Und manche natürlich noch geometrischer und ja. Ja, aber es ist schön. Wie gesagt, es gibt ja auch ganz viele, die auch deinen Style sehr mögen. Ich switch nochmal ganz kurz zurück. Genau, danke für die Einführung. Hui! ja, super cool. Vielen Dank für die kleine Einführung, wie gesagt. Und ich gucke jetzt mal ganz kurz in den Chat. Jürgen, ich hoffe, mein Ton ist jetzt ein bisschen besser. Ich habe eben ein bisschen übersteuert, hat er geschrieben. Okay. Jetzt sollte es hoffentlich ein bisschen besser sein. Und ich sehe schon wieder ganz viele Leute von gestern, aber auch viele neue dabei. Wir haben den Patrick, die Claudia, My Lady Jay. Ich weiß schon, wer das ist, aber... You know, we know each other. Dr. Jacqueline Hyde, ich liebe diesen Namen. Dr. Jacqueline Hyde. Die Julia Zieger, Robert, Lasse, Marien,
Patrick und noch ganz viele andere dabei. Also super cool, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zuschaut. Und für alle anderen, die das jetzt verpasst haben, wie gesagt, beziehungsweise gestrige Sessions oder andere Sessions verpasst haben, könnt ihr das jederzeit nachschauen. Und genau, wir sind auf adobelive.com, da ist auch unser Chat, das heißt, wenn ihr von YouTube zuschaut, kommt doch mal rüber auf adobelive.com, da könnt ihr mit allen anderen chatten, das wäre super cool, würden wir uns sehr freuen, denn wir sind ja vor allen Dingen hier, beziehungsweise du bist hier, weil du ja auch deinen tollen Workflow zeigen möchtest. Mhm. Und ihr sollt natürlich auch die Möglichkeit haben, eure Fragen zu stellen oder auch einfach nur euren Senf dazu zu geben. Na, das ist ja auch der Sinn der Sache. Ja, total gerne. Genau. Ich bin sehr gespannt, was man dazu zu sagen hat. Genau, le Senf auf le Illustration. Und genau, bevor wir jetzt loslegen, bevor wir jetzt nochmal darauf zurückkommen, was du gestern gemacht hast, hätte ich noch eine kleine Ankündigung, was ich nämlich ganz, ganz cool finde, ist nämlich, das passt auch jetzt ganz gut zum Thema Illustration und aber auch zu Fotografie, wir haben nämlich einen super coolen Contest zum bevorstehenden Release vom neuen Spider-Man-Film. Mhm. Ja, und den würde ich nämlich ganz gerne mal zeigen, weil man kann tolle Sachen gewinnen, das ist eine schöne Sache. Hm? Ja, und da muss man gar nicht so viel dafür tun. Ich würde euch das gerne mal zeigen, aber vielleicht machen wir es auf deinem Bildschirm. Ja. Ich switch nochmal kurz rüber. Zack. Achso, genau. Und die Punkte, weil sich auch, ich fand es ganz lustig, weil da hat sich jetzt gestern jemand beschwert, dass Lasse sich lächerlich gemacht hätte, weil er einen Punkt auf der Stirn hatte. Und ich möchte jetzt hier Solidarität zeigen und habe mir jetzt 2 drauf gemacht, weil ich das nicht ganz verstehen kann. Es sind nur Punkte und ich finde es eigentlich ganz cool, wenn so der Hintergrund durch meinen Kopf hindurch zu sehen ist. ja, aber ich switch jetzt einfach mal rüber. Solidarität für Lasse und genau. Free Lasse! Magst du mal auf... Ich suche gerade die Website raus. Es ist nämlich adobespiderverse.com/de. Ich schreibe das auch gleich nochmal in den Chat rein. Spiderverse? Genau, also wie Universe nur Spiderverse. Spiderverse. Mit E noch. Oh. Alles gut, kein Stress. Kein Stress. Ah, da wird's mir aber schon... adobespiderverse.com/de. Oh, jetzt bin ich in den Terms and Conditions gelandet. Kein Stress. Genau. So. Ja. Dann sage ich jetzt auch noch gleich was dazu. Ich mache das noch gerade noch mal in den YouTube-Chat rein. Zack. Cool. Aber da steht jetzt nur Adobe plus A. Genau. Cool. Und da sieht man nämlich schon die ersten Einträge. Das sind alles Einträge von Leuten, die jetzt an diesem coolen Contest teilnehmen, was ich sehr, sehr schön finde. Und deswegen würde ich euch den gerne auch nochmal ans Herz legen, weil da echt super viele coole Leute dran teilnehmen, weltweit. Das ist eine weltweite Kampagne und ein weltweiter Contest. Und man kann tatsächlich jede Woche was gewinnen. Und genau, wie das Ganze geht, kann man sich nämlich ansehen, wenn man auf Participate geht. Schau mal. Genau, es geht nämlich, also seit dem 14. Geht's los. Das heißt, wir haben heute den 14., das heißt, heute wurde es gestartet, deswegen können wir es heute euch auch zeigen. Genau, und es ist jetzt hier auf Englisch, aber das ist ja nicht so schlimm, ich kann euch erklären, um was es geht. Ihr könnt euch das dann nochmal ganz unten auf der Seite auf Deutsch stellen. Genau, im Endeffekt, es gibt nämlich 2 Contests und den ich euch gerne zeigen würde, ist nämlich der, an dem ihr auf jeden Fall teilnehmen solltet. An den anderen könnt ihr auch teilnehmen, aber der ist wichtiger, genau, und es ist nämlich der... genau, das ist nämlich der 2. Der Spider-Gram Contest. Und da geht es nämlich vor allem darum, dass ihr nämlich ein Foto, eine Illustration, eine Zeichnung, was auch immer euch einfällt von eurer Stadt, mit Lightroom CC, mit Photoshop oder anderen Tools, mit denen ihr das bearbeitet, macht in diesem Spider-Man-Stil und das Ganze eben dann hochladet auf diese Seite. Und ihr findet auch alle Assets, die ihr dazu benutzen könnt, auch hier. Also sind dann nochmal von Sony und von Adobe bereitgestellte Assets, die ihr da benutzen könnt. Die müsst ihr einfach nur euch runterladen. Ihr macht euer eigenes Bild und dann ladet ihr es einfach auf Instagram hoch mit dem Hashtag Spider-Gram und Hashtag Contest und schon nehmt ihr teil. Spider-Gram. Rufus singt schon Spider-Gram, Spider-Gram, macht was immer ein Spider-Gram macht. Und genau, was es zu gewinnen gibt, ist eigentlich ganz viel. Du kannst nämlich ein MacBook Pro gewinnen, du kannst ein iPad gewinnen, das neue MacBook Pro, das neue iPad, ja. Und natürlich Creative Cloud als Jahreslizenz. Und das Ganze geht auch noch eine ganze Weile. Das heißt, schaut es euch gerne mal an. Und genau, ich wollte es euch einfach nur mal gezeigt haben, weil ich es echt cool finde. Wie gesagt, wenn du nochmal zurück auf die Seite gehst, kann man nochmal sehen,
wer da alles teilgenommen hat. Wenn du nicht so über drüber hoverst, kannst du nämlich dir angucken, wer das gemacht hat, beziehungsweise über welchen Channel die das da gemacht hat. Genau. Da siehst du die Namen von denen. Wir haben nämlich auch die liebe Mikiko, die auch gerade an diesem Contest teilnimmt, die ja auch letzten Monat da war. Ja. Genau. Und noch ein paar Fotografen, jetzt also hier aus Deutschland, aber wie gesagt, macht's auf jeden Fall. Und ja, ich muss auch nochmal sagen, Marine hat auch nochmal eben geschrieben, da fällt mir gerade ein, Rest in Peace, Stan Lee. Ist vielleicht auch so als Hommage an ihn vielleicht auch eine ganz coole Sache. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr teilnehmen würdet. Ist aber natürlich kein Muss. Ne? Ich wollte es euch nochmal zeigen. Ich finde es nämlich eine ganz coole Sache. Einfach mal ein cooles Bild hochladen und dann einfach mal ein neues MacBook Pro, ein iPad oder eine Jahreslizenz Creative Cloud abstauben für, ja, eine Hommage an Monsieur Le Creator, The Entertainer, Stanley. Genau. Aber jetzt kommen wir wieder zurück. Vielen Dank, dass du es nochmal gezeigt hast. Genau. Und, Gesundheit. Jetzt kannst du noch mal kurz zeigen, vielleicht, wie, einfach das, was wir, was du gestern gemacht hast, genau, wo wir waren und was du heute noch vorhast. Ja. Ich finde übrigens das Startbild super cool von Illustrator, das neue. Ja. Sehr cool. Ich auch schon gedacht. Genau. Und das von letztem Jahr war ja von, wie hieß der Kollege? Ich vergesse immer den Namen. Bau. Dieses Astronautenbild, das ist von diesem, das erinnert mich auch. Das ist dieser Herr, der jeden Tag ein neues Plakat entwirft. Ah, krass. Wie heißt er denn? Irgendwas mit Bau. Ja. Muss er gleich nochmal gucken. Aber den habe ich nämlich letztens auch gesehen auf der auf dem Forward Creative Festival. Da war der nämlich auch und hat als Presenter sozusagen nochmal ein bisschen sein Projekt vorgestellt. Das fand ich super cool. Aber wie hieß das denn? Baudesign? Nein. Baugasm, genau. Eva schreibt Baugasm. Danke dir. Ja, der Herr war das. Und da hat er dieses coole Astronauten-Logo dann für Illustrator CC gemacht. Genau. Und das neue finde ich aber auch super cool. Mag ich den Stil. Und aber ich finde natürlich deine Werke nicht weniger schön. Deswegen zeigen wir dir auch hier. Ne? Und werden die auch heute uns weiter ansehen. Ne? Wir sind gespannt. Tada! Ja. Stage is yours. Ja, gestern hatte ich ja schon angefangen, das in Illustrator rüber zu importieren, also die Skizze in Illustrator zu importieren und die Art, wie ich es koloriere, zu beginnen. Also ich benutze den, ich sag mal Blob Brush, das ist eigentlich die englische Benennung, das heißt Tropfenpinselwerkzeug im Deutschen. Mhm. Und ich zeige das nochmal ganz kurz, das Prinzip. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, hat er noch ausgewählt. Genau, ich mach's mal ein bisschen größer, dass man das sieht. Das Coole ist, dass man einfach zeichnen kann und so eine Art Pinsel hat. Und sobald ich das verbinde, macht er mir eine Fläche. Und in meinem Fall lösche ich den inneren Teil mal raus und korrigiere dann mit dem Pinsel oder mit dem Radiergummi ganz normal, wie ich es in Photoshop machen würde, an dieser Fläche herum und erstelle dann so die einzelnen Elemente und Flächen der Illustration. Also es gibt viele andere Wege. Gestern hat Rufus ja auch noch gezeigt, dass es ja auch den Buntstift heißt es. N, glaube ich. Shortcut N. Le Buntstift. Eigentlich auch cool. Ja, ich werde es mal probieren, weil man dann ja korrigieren kann auch. Also wenn ich jetzt hier so eine Linie ziehe. Ja, okay, jetzt hat es. Moment, ich lösche das mal raus. Ja, lösch mal bitte. Das finde ich nämlich sonst schade. Stört so ein bisschen. Das ist schon kacke. Nee, also find ich überhaupt nicht schön. Spaß. So, also N und ich hier diese genaues nachziehe. Moment, das hat ja irgendwie gar nichts hier. Jetzt. Ja. Und dann einfach darüber gehe. Und das ist so ein richtig geiler Vorteil, muss man sagen, von der Benutzung eines Tablets, beziehungsweise auch Grafiktablets mit Bildschirm, weil man das schön mit der Hand nachzeichnen kann und das einfach diese Pfade erstellt. Stimmt. Das kannst du halt mit der Maus vergessen. Ne? Das funktioniert nicht. Aber so ist es halt sowas von schön nachzumalen, ein wunderbarer Effekt. Also klar, es ist nicht perfekt in dem Sinne, weil man immer auch so ein bisschen natürlich nebenbei sein kann, aber weitaus besser funktionieren als mit der Maus. Also ich kann mir schwerlich vorstellen, dass man gerade solche Kurven so easy peasy mit der Maus nachziehen kann. Ja, ich glaube, manche sind super schnell mit diesem Fahrtwerkzeug, ne? Dass sie klick, klick, klick und dann machen sie die Kurven und. Ja, genau. Also, klar, wenn du es halt ganz normal manuell mit der Maus bist, aber dieses Nachziehen,
ne, dass es automatisch dann daraus einen Pfad erstellt. Ach so, Das ist, glaube ich, schwieriger mit der Maus. Na, der Sean, der staunt da im Hintergrund, hat schon seine Kopfhörer aufgesetzt für seinen nächsten Call. Ja, sorry, Freunde, Jet Set ready in 3 Minuten. Ja, ich kann leider nicht, ich muss noch mal einen Cappuccino trinken in der Senator Lounge. Spaß. Schippers. Dr. Jacqueline Hyde schreibt, Paul Tranny kann das mit der Maus. Verwirrend. Ja, es gibt immer Ausnahmen, die das super gut können, aber ich glaube, ein Otto-Normalbenutzer kann das nicht. Eine Sache, die mir gerade auffällt, die ich immer, die mir aber letztens aufgefallen ist, und zwar, ich habe die Skizze, die Vorlage immer unten drunter gehabt und am Anfang nur die Kontur, wie ich das eben gezeigt habe, also mit diesem Tropfenpinselwerkzeug, mach das hier mal so an der Hand. Mach das bitte mal. Los, tu es. So, ne, also so. Und so weiter. Und dann hat man, dann habe ich erst ganz am Ende, nachdem ich alle Flächen mit dieser die Kontur gezogen habe, gelöscht, also das Innere gelöscht, sodass ich die Fläche habe. Aber es ist ja viel einfacher, wenn ich mir die Skizze einfach oben drüber lege. Oh, jetzt habe ich hier. Moment. Und einen Moment, warum macht er es nicht? Und dann einfach die Transparenz. Runterschraube. Genau, und ich sehe es halt. Ach, 400. Aber warum macht er das denn jetzt nicht? Warum sehe ich das denn jetzt hier nicht durch? Das ist komisch. Ich dachte, er hätte ja die. Oder muss ich hier in die Effekte gehen, dass ich das. Das ist eine gute Frage. Aber ja, wahrscheinlich musst du halt die Transparenz woanders einstellen, ja, weil das die gehört, Deckkraft ja. Musst du, ja, glaube ich, okay, genau. Weil es war eben schon auf 50. Ups. Und jetzt müsste es ja eigentlich gehen. Nö. Ich schau mal. Transparenz. Ich schau mal. So, jetzt noch. Jetzt, genau. Jetzt geht's? Ja, also. Sehr gut. Ist vielleicht gar nicht verkehrt, die Skizze einfach oben drüber zu legen, weil ich dann schon gleich mit Flächen arbeiten kann und nicht erst überall die Kontur ziehen muss, sondern gleich schon meine Flächen habe und ich sehe ja trotzdem, was ich da noch bearbeiten muss, weil die Skizze einfach oben drüber liegt. Ist nur so eine Kleinigkeit, die mir letztens erstmal aufgefallen ist, wo ich dachte, ach, ist ja so viel einfacher. Ja, manches kann sehr einfach sein. Andere Sachen sind super kompliziert, aber es ist wieder Learning by Doing. Ja. Ne? Ausprobieren, machen, tun und was macht der jetzt eigentlich? Das Schlimme ist halt immer, wenn ich hier so eine Illustratorin oder einen Illustrator neben mir sitzen habe, die so ganz sleek und cool mit ihrem iPad da zeichnen, da kriege ich sowas von Lust drauf, mir auch so ein iPad zu kaufen. Wir hatten die Diskussion ja gestern schon. Ja. Ne? Ja. Ich bin jedes Mal so gehypt danach, weil ich mir denke, oh, jetzt legst du jetzt los und jetzt machst du auch mal sowas und dann fällt mir wieder ein, ich kann nicht zeichnen. Ja. Da war doch was. Komisch, ich weiß jetzt nicht, was er hier hat, dass ich das nicht. Ja, Christine hat geschrieben, es liegt wohl daran, dass du die Sperre erst nach der Transparenz für die Ebene angeschaltet. Das war falsch. Es liegt wohl. Wie sagt man das? Nein. Sie hatte eben, glaube ich, dazu geschrieben, die Sperre erst nach der Transparenz für die Ebene anschalten, wäre wahrscheinlich die Sache gewesen, woran es gelegen ja, hat. Ja. Die Sperre war es wahrscheinlich. Genau, ja, ihr habt natürlich vollkommen recht, einfach anfangen und zeichnen lernen kann man auch, aber die Sache ist halt, ist es dann nicht 1200 Euro wert? Oder soll ich nicht einfach ein Blatt Papier nehmen und dann erstmal damit zeichnen? Ja, erstmal. Ja, mal schauen. Es liegt halt an meiner. Ich frage mich gerade, warum ist das jetzt hier nicht mehr? Hm. Also was ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, wenn ich jetzt. Jetzt aber geht das wieder nicht. Ja, irgendwie habe ich Probleme. Wenn ich die Vorlage anschalte, dann lässt er mich hier nicht mehr drin, lässt er mich nicht mehr zeichnen. Guck mal, ich versuche jetzt. Ne, jetzt geht's. Oh. Okay. Gut, Gern geschehen. Einfach gelöst. Anstarren. Manchmal muss man einfach den Bildschirm anstarren, das hilft. Und es ist vor allen Dingen immer der Vorführeffekt. Genau. Ne? Genau. Oh. Du musst Dominanz beweisen. Weißt du, das ist einfach.
Bildschirm anstarren und so lange anstarren, bis er nachgibt und dann einfach irgendwann macht. Habe ich dich überzeugt? Genau. Okay. Das ist wie mit den Druckern. Weißt du, die Drucker riechen es, wenn du Angst hast. Und dann funktionieren sie nicht. Die riechen es. Diplomarbeit. Ach, kein Problem. Genau. Heute streike ich mal. Genau, du hast es eilig. Genau. Was? Patrone leer? Tja, sorry, ich musste halt gestern mal alles rauslassen. Ja, stimmt. Ja. Immer dann, wenn es drauf ankommt. Ja, das ist echt. So, jetzt hoffe ich, dass wir jetzt aber mal vorankommen. Klar, machen wir das. So. Genau, ja. Geht es. Aber hier vollkommen richtig. Alle schreiben auch. Wir hatten nur Papier damals. Ja, das ist mir klar. Ich habe auch schon ganz viel mit Papier gezeichnet. Nur es sieht halt nicht so schön aus wie bei anderen. Und dann ist halt, wie gesagt, die Frage: Lohnt es sich dann, dafür zu investieren? Aber spätestens dann, wenn Photoshop fürs iPad rauskommt, werde ich mir auf jeden Fall das neue iPad holen, weil dann lohnt es sich wieder für mich, weil das kann ich. Und dann bin ich auch happy und sage mir, das da rentiert sich dann wieder. Außerdem sieht es einfach verdammt cool aus. Man muss halt einfach nochmal sagen. Ne? Das iPad? Ja, das neue iPad, das sieht super cool aus. Und der Stift ist auch super cool mit dieser magnetischen Funktion. Ich bin da hin und weg, muss ich halt echt sagen. Und dann habe ich auch gestern noch die neue Apple Watch gesehen vom Tim, die er sich da geholt hat. Und die sieht auch super cool aus. Ich könnte jeden Tag so viel Geld ausgeben und es ist einfach, es nimmt kein Ende. Ja, wir leben aber auch in so einer schnelllebigen Welt, muss man halt sagen. Ne? Und das ist halt der Druck von den Firmen, nach innen und nach außen da immer wieder was Neues zu machen und zu tun, weil die Konkurrenz nie schläft, ist halt sehr, sehr viel schnelllebiger geworden. Ne? Man muss sich nur allein mal anschauen, wie das eben dann Apple vor acht Jahren eingeführt hat, jedes Jahr ein neues iPhone rauszubringen. Und mittlerweile gibt es so viele Firmen, die das machen. Jedes Jahr was Neues und tja, ist halt die Frage. Ja. Braucht man es jedes Jahr neu? Ich glaube nicht, aber man hätte es gerne jedes Jahr neu, glaube ich. Weil neu ist immer besser. Ne? Altbekannte Regel von Barney, How I Met Your Mother, neu ist immer besser. Ich glaube, er hat einen anderen Bezug gesagt, aber ich glaube, das zählt auch für Elektronikgeräte. Man kann es so auslegen, wie man möchte. Genau. Ja, genau. Dr. Jacqueline Hyde schreibt, 8 Jahre echt. Ja, ich glaube, 2010 kam das erste iPhone raus. Oder? 7 sogar schon. Stimmt. Nee, stimmt. 2010 war das. Nee, Moment. Ich halte mich mal dezent raus. Bin ich jetzt blöd? Moment. Also iPhone 1, iPhone 3, weil das 2er gab es bei uns nicht. Dann, also 1, 3G, 3GS, 4, 4GS, 2007. Ja, stimmt. Krass. Dann sind es ja sogar 11 Jahre. Sorry. Es waren nicht 8, es waren 11. Ja, da war ich ein Gedanke beim iPad gerade wahrscheinlich. Sorry, ja, aber 11 Jahre, das macht's nicht besser. Ne? Also in den 11 Jahren hat sich so viel getan. Man wird alt. Ne? Ich kann mich sogar noch an die legendäre Präsentation von Steve Jobs erinnern, an die, die er damals gemacht hat, zum iPhone 4, was ja meilenweit allen anderen Handys voraus war. Die erste Präsentation war ja schon Hammer, aber die vierte, als dieses iPhone 4 vorgestellt wurde, dadurch ist ja dieser Hype so riesig geworden erst. Dieses 4er iPhone. Die 4er war das? Ja, also es war schon vorher der Hype da, aber das 4er hat es so richtig rausgerissen, dass ja wirklich Schlangen von Unmengen von Menschen kampiert haben vor den Apple Stores, um halt dieses iPhone zu bekommen. Was, okay. Haben sie aber auch schon vorher gemacht, aber da war es halt, das war der Höhepunkt des Hypes. Weil das 4er war halt auch einfach so elegant und sleek und klein und 5 Jahre seinen anderen Kontrahenten voraus. Erstes Handy mit Retina-Display, ne? Kein anderes Handy hatte so ein Display zu der Zeit. Ja. Und was ich halt so lustig finde mit der Einführung vom iPhone 10, mit diesem Notch, ne? Dieser kleine Hubbel da, der im Bildschirm ist. Am Anfang haben alle gehatet. Als das iPhone X rauskam letztes Jahr, haben alle Kontrahenten gehatet. Samsung hat sogar eine Werbung geschaltet. Gegen diesen Notch raus. Ja, um das so ein bisschen zu verarschen, hat dann halt Leute da reingestellt, die halt eine Frisur hatten, die alle auch so Notch praktisch hatten. Die hatten dann halt so notchförmig so die Haare reinrasiert. War sehr, sehr lustig, muss man auch zugeben. Aber mittlerweile hat fast jedes Handy auch so einen Notch, weil man irgendwann gesehen hat, ja, es ist halt im Moment die beste Lösung, ne? Um noch mehr Screen rauszuhauen. Ja.
Ja, Christine schreibt auch, bei der ersten Präsentation des iPhones habe ich echt gesagt, dass ich das noch erleben darf. Ja, aber das war auch, also das, diese iPhone-Präsentation, die allererste, das wird ja heutzutage überall verwendet als Paradebeispiel von, wie präsentiert man richtig. Weil dieser Mann, der hat das halt echt, der hat es echt gekonnt, muss man sagen. Ne? Steve Jobs und Präsentation und auch dieser phänomenale, tolle Aufbau zu sagen, ich gehe erst rüber und tue so, als ob ich drei neue Devices rausbringe und sage, ich habe hier ein neues Telekommunikationsgerät, einen bahnbrechenden neuen Musikplayer und einen neuen, wie hat er es genannt, Internet, Produkt, das, mit dem man wahnsinnig schnell ins Internet kann. Ne? Und dann hat er das so wie so ein Würfel auf einmal angeordnet, hat er gesagt, so, drei Geräte, ne? Dann irgendwie ein Telekommunikationsgerät, ein MP3-Player, ein Internetgerät. Und dann hat er so lange rumgewürfelt und irgendwann gesagt, ha, verstanden. Und dann wurde es das iPhone. Ja, das war echt schön. Ja, aber genug davon. Und genau, vielleicht erzählst du uns noch mal ein bisschen was. Ja, ich bin ja so ganz ruhig, ne? Nee, sorry. Ja, ich wollte einfach nur ein bisschen die Zeit überbrücken, gut, weil ja. Du ja auch einfach so tief konzentriert bist. Ja, alles also, gut. Genau. Genau, also ich zeichne hier nach wie vor die Elemente. Eigentlich male ich nur aus. Und spannend wird es dann gleich, wenn ich die alle soweit fertig habe. Dann schaue ich nämlich meistens danach, was für eine Farbkombi ich nehme. Und damit kann ich mich auch sehr lange aufhalten, aber ja, ich gucke mal. Ich habe noch keine Vorstellung, was ich nehme, was für Farben. Meistens nehme ich ja nur so 3-4. Und das ist dann eigentlich, also da färbe ich auch noch viele Elemente um, dass es eben, ja, dass es eine schöne Aufteilung gibt. Das wäre dann gleich so der nächste Schritt. Achso, das ist woanders. So. Ja, genau, also das. Ich mag das auch immer zwischendurch, dann die Vorlage auszuschalten. Das sieht dann immer schon, dann weiß man schon, wo es hingeht, in welche Richtung. Und ja. Sean linst immer von hinten rein. Nice! Ja. Ja. Und das ist eigentlich, ja. Genau, am Ende wird es dann auch nochmal fummelig, weil dann diese Überlappungen, die an manchen Stellen entstehen, wie hier zum Beispiel oder so durch den Pinsel, ich zeig das hier mal, die radiere ich dann und mache quasi das Feintuning oder hier diese Lücken. Aber das, ja, das kann man dann noch machen. Erstmal ausmalen. Das ist eigentlich auch oft recht entspannt. Also wenn man, ich finde diese Skizzenarbeit, ist da bin ich sehr konzentriert oder man überlegt, oh, und was ist die schönste Komposition, ne? Frau rechts, Frau links oder wo kommt das hin, wo kommt das hin? Mhm. Und wenn man dann hier ist, dann ist es nur noch ausmalen. Ne? Also da muss ich das wie so ein Malbuch quasi, ne? Nur noch füllen. Und kann man dann zwischendurch immer schön hier so einen Livestream gucken oder Hörbücher hören, das ist ganz cool. Hörbücher hören, ist immer schön. Ja. Ja. Naja, aber dann, wie gesagt, das ist ja auch, du bist voll in deinem Element. Ja? Ja. War das eine Frage? Nein, du bist voll in deinem Element. Ich bin ja, voll schön. In deinem Element. Das ist schön. Nein, das ist ja auch, man sieht ja auch, dass du diese Leidenschaft einfach rüberbringst. Ja. Das macht ja Spaß zuzusehen, oder? das ist cool, ja. Ja, so ist das. So ist das und nicht anders. Oh, jetzt habe ich mich hier. Aber ich mag es, wie du die Flächen einfach wirklich so ganz locker flockig nachzeichnest und dann einfach ausfüllst. Das ist halt, es gibt so eine Einfachheit, die aber dennoch so komplex ist, dass man das auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Unterstützen sollte man das schon, aber nicht unterschätzen. Ja, so ist das, Freunde. So ist das und nicht anders. Genau, Ming schreibt nämlich auch, kolorieren ist eine Therapie. Ja, das ist, ja, total. Also, es ist, man ist in so einem Flow dann. Man ist so konzentriert und es ist sehr meditativ.
Gleich schlafen alle ein. Nein, alles gut. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, einschlafen tut hier keiner. Genau, das glaube ich nicht. Nein. Aber hast du eine gewisse Vorstellung im Sinne von, du malst die Sachen ja auch wirklich so aus, dass du keine Kontur hast per se. Ne? Das sind ja wirklich Flächen, reine Flächen. Ja, reine Flächen. Genau. Das ist manchmal nicht so leicht, weil es entstehen oft Überlappungen. Mhm. Mit gleicher Farbe, wo man dann aber auch die Abtrennung irgendwie sehen soll. Ja, ne? Genau, sowas, wo das dann einfach nicht funktioniert. Und dann, das ist eine Herausforderung, da eben den Weg zu finden mit diesen Flächen und es irgendwie so zu machen, dass es dann doch funktioniert. Weil ich dann partout auch einfach keine Outlines verwende. Ja. Also ich mach da keine Kompromisse. Nee, dann wirkt es da auch, also dann ist es gleich wieder anders. Dann bricht man das so und dann ist funktioniert auch, aber es ist dann für mich inkonsequent, weil es dann auch gleich eine andere Wirkung hat. Das weiß ich nicht, könnte man später vielleicht auch nochmal, wenn man das dann sieht, wenn alle Flächen stehen, irgendwie mal simulieren. Oder vielleicht tritt das Problem dann auch auf, dass es da irgendwo Flächen gibt, die dann auf einmal nicht schön voneinander abgegrenzt sind. Mhm. Wo man dann ein bisschen überlegen muss. Wie groß ist deine Farbpalette, wenn ich mal fragen darf? Also wenn du dir vorher so ein Bild überlegst und sagst, okay, ich mache jetzt hier dieses Handwerkerbild. Ja. Hast du dann eine feste Anzahl an Farben, wo du sagst, okay, ich maximal 5? Mit denen arbeite ich? Oder sagst du, ich bin da flexibel? Also am Anfang, wenn ich jetzt ausmale, normalerweise benutze ich hier drüben einfach wahrscheinlich Rot, Gelb, Grün. Das ist ja egal, ne? Einfach erstmal ausmalen und dann kommt der schöne... kommt der schöne Part. Man kann ja hier auch einfach sagen, also... Wenn alle Blautöne. Genau, hier Rot, hab ich, oder Blau, ich sag hier Auswahl gleich Flächen, Farbe. Mhm. Und dann wählt er mir alle... Im Moment Auswahl. Das hat er alle ausgleich. Flächen. Doch, eigentlich schon. Flächenfarbe. Eigentlich müsste er nur. Ja, genau, nur die blauen haben. Und so kann ich es dann mit meiner limitierten Farbpalette ganz einfach umfärben. Diese, die ich jetzt hier habe, dieses Schwarz, Pink, Blau, das ist auch erstmal nur beispielhaft. Ich würde dann auch nochmal schauen, was ich da als finale Farbkombi nehme. Ich habe uns mal gerade im Bildschirm nach links geswooscht. Hui! Weil man rechts ja nämlich auch deine Leiste sieht und damit das nicht überblendet. Danke für den Tipp nochmal. Ah, okay. Mr. Jacqueline Hyde. Hui! Genau, Patrick schreibt, Chan ist ganz schön wuschig heute. Ja, wenn wir das so nach links und rechts swooschen. Genau, aber Marien gibt dir... Ja, die beiden da hinten, die lachen sich natürlich ins Fäustchen. Marie schreibt, besonders wenn ich richtig konzentriert bin schon öfter am Herzinfarkt vorbeigeschraubt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also zu dem Thema davor natürlich. Genau. Ich schau mal jetzt gerade, genau. Ja, aber es ist wahnsinnig interessant, wie viele unter den Kreativen sich hier kennen. Ne? Ja. Wir haben auch gestern festgestellt, die Kati. Ja. Und du kennst euch. Und du kennst auch die Esra. Das finde ich ganz lustig. Kennst du die? Über Instagram zumindest. Esra Gülmen aus Berlin. Die hat für den ADC diese ganzen Plakate gemacht. Das sagt mir jetzt aber gerade nichts. Wahrscheinlich kenne ich ihre Arbeiten. Ja, das kann gut sein. Genau, die macht also auch... Also persönlich nicht? Nee, sagt mir nicht. Die hat dieses Fütter deine Kreativität. Kennst du das? Hm. Zeig ich dir gleich. Ja, zeig mir mal. Zeig ich komme jetzt nicht drauf. Ja, aber die... die hast du auf jeden Fall auf Instagram, habe ich gesehen. Das fand ich ganz lustig, weil... Ja, dann wird es mir gut gefallen. Ja, weil mit der lieben Esra haben wir nämlich auch eine tolle Kampagne dieses Jahr gehabt. Ah, cool. Genau. Ah, doch, ich glaube... Ja, zeig mir mal, aber ich glaube, es dämmert gerade. Die kennst du auf jeden Fall. Ihr Illustratoren unter euch. Genau, hier die Dame. Oh ja, ja. Ja. Genau. Ja, ist cool. Und mit ihr haben wir nämlich auch eine Kampagne gehabt. Ich kann es nochmal in die Kamera halten. Genau. Die liebe Esra, beziehungsweise ich schicke euch einfach den Link, warum in die Kamera halten. Guckt es euch zu Hause an. Macht doch gar keinen Sinn hier. Was soll das alles? Sind hier doch online. Genau, also wirklich. Das kann ja wohl nicht sein. So, Esra. Zack.
Die haben wir jetzt mal da rein. Ups. Genau. Die Esra hat nämlich für uns nämlich damals diese tolle Kampagne gemacht mit für junge Kreative, und sie hat auch für den ADC die ganze letzte Kampagne gemacht unter dem Hashtag Fütter deine Kreativität, die ich auch sehr, sehr schön finde. Die Madame hat echt Stil, muss man sagen. Ich habe auch damals mein erstes Praktikum mit ihr gehabt. Da haben wir beide bei Ogilvy & Mayfair gearbeitet. Ah, ja. In Frankfurt. Ja. Und mittlerweile ist sie Head of Design bei Heimat. Ja, es ist eh total cool. Also, wenn man so verknüpft ist und man kennt sich und später ist der da und da und einer ist in der Agentur und man kommt dann wieder in Kontakt, weil man weiß, ach, da ist ja ein Illustrator, ne, der macht coole Sachen. Genau. Oder, ach Mensch, bist du Designer, kannst mir nicht mal den und den Kontakt. Das ist echt schön. Und wie sich das auch entwickelt dann von Zeit zu Zeit und verknüpft immer mehr. Vollkommen recht. Marien fragt gerade, macht ihr heute eigentlich noch was zu dem Thema Reviews? Ich würde sagen, das machen wir morgen nochmal. Weil wenn wir jetzt das wirklich jeden Tag machen über den Monat, also jeden Monat, jeden Tag, dann haben wir irgendwann nicht mehr so viele Bilder. Und ich würde lieber sagen, lass uns das morgen nochmal machen zum Abschluss. Heute haben wir es ja schon gesehen bei Lasse und Rufus zum Thema Foto. Coole Sache übrigens, dass sie es gemacht haben. Und genau, morgen würde ich dann nochmal zum Thema Illustration mit euch machen. Wenn Lasse und Rufus da Lust haben, das nochmal zu machen, morgen können die das natürlich auch tun. Da weiß ich jetzt aber nicht Bescheid, wie das geplant ist. Das ist auch so ein bisschen zeitabhängig immer, muss man ja immer schauen. Aber heute würde ich lieber mal die Mademoiselle Lisa noch ein bisschen illustrieren lassen, weil dafür seid ihr alle da. Na? Und genau. Hashtag hat der liebe Tim ja auch schon geschrieben. Hashtag Adobe Live Fam, das heißt, da könnt ihr über Instagram all eure Werke, Fotos, Videos, Illustrationen einfach reinhauen und mit dem entsprechenden Hashtag versehen. Auch die ihr schon gemacht habt, könnt ihr im Nachhinein dann nochmal da reinmachen. Ich habe schon wieder gesehen, es sind so wahnsinnig viele neue wiedergekommen. Also wir haben das ja erst vor 3 Wochen gestartet, wie gesagt, und gesagt, hey, lasst uns das doch mal machen, damit wir euch als Community auch mal hier zeigen können. Adobe Live Fam. Und jetzt haben wir hier schon 662 Beiträge. Oh, gestern waren es noch 500. Ja, das ist krass. Also wir haben da auch einfach eine super coole Community. Und ich habe auch wieder gesehen, es kamen so viele neue, coole Bilder dazu. Wie ist das dann erst, wenn wir uns erst wieder im Januar sehen? Dann gibt es da echt super viele neue wahrscheinlich. Da gibt es viel zu besprechen dann. Genau. Stefanie fragt, wie fühlt sich die Fläche da mit Doppelklick? Kann ich jetzt hier gerade mal zeigen. Ich habe jetzt die Umrandung gemacht und ich klicke dann nur doppelt und dann bin ich in dieser Ebene, in dieser Element, wie heißt das denn genau? Was meinst du? Wenn ich doppelklicke, also wenn ich hier ein Element habe, dann erscheint es ja transparent, alles andere. Mhm. Und nur das, was ich doppelt angeklickt habe, meine Form oder Fläche, kann ich bearbeiten. Und dann kann ich hier in das Innere reingehen und das einfach rauslöschen und so ist es gefüllt. Oder ich bin einfach im ganz normalen Modus, also ich klicke nicht doppelt und drücke einfach A. Also dann habe ich ja das Fahrtauswahl, Direktauswahlwerkzeug. Und damit komme ich auch direkt in den inneren Teil und drücke dann auch einfach entfernen und zweimal. Einmal ist nur der Fahrt zweimal entfernen und dann ist die Fläche innen auch weg und dann habe ich direkt die äußere. Aber es ist lustig, dass wenn du auf Entfernen drückst, sich die Fläche füllt. Ja, interessant. Weil innen habe ich ja im Prinzip auch eine extra Fläche, weil ich mit diesem Tropfenpinselwerkzeug eine Fläche male und keinen Pfad. Das ist nämlich auch der Unterschied zu dem normalen. Also wenn ich nur den Pinsel wähle und hier irgendwas zeichnen will, dann habe ich halt so einen Pfad, okay, mit diesem... Eine Schlange. Mit dieser... Das ist eine Schlange. Es ist so ein Brush, ne? Ein cooler Brush. Was ist das für ein Brush? Schlangenbrush. Ein Snakey. Snakey. Michael hat geschrieben Isolationsmodus. Ah ja, das. Genau. Stimmt. Wahrscheinlich, ja. Ja, das ist auch verrückt, ne? Oft, man macht das irgendwie, aber oft liest man sich ja auch nicht die genaue Benennung durch. Und dann das erstmal irgendwann erklären zu müssen, da fällt einem auf, dann macht man das halt so und so. Und das ist, welche Funktion nochmal? Das ist...
Das muss ich dann einfach mal überlegen. Hast du nicht gesagt, du hast dein Interface nicht auf Englisch, gell? Zu Hause. Das ist auf Deutsch. Nee, das ist auf Deutsch. Okay. Also, nur der... Tschüss, bis morgen, lieber Sean. Sean verabschiedet sich schon, aber den sehen wir morgen um 16 Uhr nicht wieder, sondern von 14 Uhr bis 16 Uhr. Habe ich gut gerettet, oder? Ja, heute habe ich gut gerettet. Genau, danke. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Aber der Tim ist noch da. Der Tim hält die Stellung hier im Hintergrund. Und, Genau. Christine schreibt, bis Januar habe ich mein Buch fertig und kann eine Menge neue Projekte anfangen. Dann blüht euch was. Oh, bin ich gespannt. Genau. Und ja, Marita schreibt, wenn man ein Farbfeld als global definiert, ändern sich damit alle gefüllten Formen bzw. Konturen zusammen. Das wäre eine gute Alternative zu ähnliche auswählen, einfach die globalen Felder zu benutzen. Stimmt. Ja, das... Kann man auch so machen. Genau, also da habe ich letztens auch schon mal drüber nachgedacht, wie das nochmal ging. Das ist ein guter Hinweis. Können wir auch dann gleich vielleicht nochmal, wenn es dann um die Farben geht, nochmal drüber sprechen. Gerne. Wie immer übrigens, wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat schreiben, kommt auf adobelive.com und schreibt mit uns. Dann kann ich die Fragen nämlich auch an die Lisa weitergeben. Sehr gerne. Genau, so machen wir das nämlich. Zack. Ja. Wie lange bist du durchschnittlich an so einer freien Arbeit? Es kommt immer darauf an, wie viel Mühe ich dann noch in die Details später stecke. Also ich würde sagen, dass da eigentlich der Großteil der Zeit drauf geht, da kann ich mich echt verlieren, weil ich ein bisschen perfektionistisch bin. Ja, ich denke so 4 bis 8 Stunden, das ist alles dabei. Also gerade wenn es jetzt so eine vollflächige, vollflächige, wird es ja, Illustration ist, wo mehrere Personen oder Figuren drauf zu sehen ist, dann ist es schon ein bisschen aufwendiger und dann brauche ich schon ein paar Stunden. Krass. Ja. Das denkt man nie immer so, nicht so, gell? Wenn man irgendwie sich sowas ansieht, auf den ersten Blick denkt man sich, ja, ein Bild, wow. Aber dass da so viel Aufwand dahinter steckt. Ja, ja. Ich denke auch mal, es könnte bestimmt noch ein bisschen einfacher gehen. Aber naja, man muss ja dann auch erstmal mit Funktionen zurechtkommen, dann für sich herausfinden, wie es am besten funktioniert. Eva hatte auch geschrieben, wenn du nicht an einem konkreten Kundenauftrag arbeitest, sondern an einem freien Projekt wie diesem hier, wo holst du dann die Inspiration? Arbeitest du dann mit einem Moodboard oder einfach drauf los oder durch Fotografie? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ja, finde ich auch. Gut, Eva. Ich hab's. Gute Frage, ne? Jetzt muss ich erstmal nachdenken. Ich benutze Pinterest ganz viel, also ich speichere mir alles Mögliche, was ich sehe, auch nicht nur Illustrationen, auch Fotos oder Fotos, wo ich denke, oh, coole Position von der Figur oder vom Menschen her. Fotos, ja. Nein, das ist ein richtiger Mensch. Was mich dann inspiriert, wo ich denke, oh, das könnte ich da und da in so einem Kontext mal verwenden. Aber oft, also wie in dem Fall, habe ich dann so eine Eingebung und denke, ach, das wäre mal ein cooles Thema, so Handwerken. Einfach, weil ich es mir grafisch ganz spannend vorstelle. Man denkt immer, so ein Hammer oder so ein Brett ist eigentlich grafisch voll interessant. Ist so ein bisschen komisch, ne? Aber, wieso komisch? Ich meine, das ist ja deine Inspiration, wo du es herbekommst. Ja. Why not? Und ja, mit Moodboards, naja, wenn man so will, ist Pinterest ja auch so eine Art Moodboard. Und oft überlege ich mir, mache mir keine Notizen oder außer das, was ich jetzt hier hatte, diese ganz, ganz grobe Vorskizze, mache ich mir dann auch auf dem Blatt weiter keine Gedanken, sondern es passiert im Kopf und ich überlege mir, die könnten die Figuren vielleicht so und so zueinander stehen und dann skribbel ich das kurz runter und so entwickelt sich dann das Bild. Ja, bisher haben wir auch nur 4 Farben. Ne? Schwarz, blau. Ah, so, stimmt. Beziehungsweise 5, wenn man weiß noch mitzählt. Ja.
Schwarz, weiß, ja. Blau, rosa, ja. Rot. Das ist auch... Oh, da war was nicht geschlossen. Stimmt, mit Weiß arbeite ich auch viel. Das mag ich total gerne, weil ich oft einen farbigen Hintergrund habe. Also keinen weißen Hintergrund, sondern irgendeine Farbe. Und dann lasse ich ein paar Elemente weiß. Bist du ein Typ, der sagt, ich zähle Schwarz und Weiß nicht als Farben? Oder sagst du, eigentlich ist es für mich Farben? Das sind für mich Farben, okay. Ja. Aber das ist ja immer so, ne? Irgendwie das scheint sich ja ein bisschen... Die Geister und die einen sagen so, die anderen sagen so. Korrekt ist es nicht, aber für mich ist es, gehört es, sind es Farben aus der Farbpalette und. Tja. Das Ausmalen. Mal kurz den Überblick verschaffen. Ja. Das will ich schon mal blau machen. Ah, da muss ich dann später... Jetzt passt es oft ja auch noch nicht. Jetzt ist hier der Kopf rot, die Hände sind blau, hier unten ist was pink und da rot. Das ist noch alles ganz durcheinander. Und, ist wenn ja ich nicht jetzt, schlimm. Genau, ich... Ja. Du malst ja noch dran. Ja. Du bist ja noch da dran. Ja. Ich find's auch süß, dass die Dame unten... die Dame rechts dann zwei verschiedenfarbige Schuhe hat. Ja. Why not? Und Socken dazu. Ja, das ist es dann nämlich. Manchmal kommt es dann eben, wenn du dann so eine limitierte Farbpalette hast, dann kommt es nicht hin. Und dann hatte ich es auch schon mal, dass... die dann unten vielleicht verschiedene Hauttöne haben und dann, manche fragen dann, warum haben die dann, das sind doch zwei verschiedene Hautfarben. Ja, das kam jetzt aber nicht hin, da muss man sich so ein bisschen rechtfertigen. Aber manchmal, so wie das hier hinten liegende Bein, das mache ich dann manchmal auch gern schwarz, dann ist es ja quasi einfach der Schatten, weil es ja hinten weiter hinten liegt und da gibt es schon Möglichkeiten. Interesting, interesting. Marlo schreibt unbunte Farben. Und Christine schreibt, schwarz ist die schöne Farbe überhaupt. Oder die schönste Farbe überhaupt. Ja. Sehr cool. Aber unbunte Farben finde ich auch schön. Du bist unbunt. Unbunt. Ja. Not bunt enough. Sorry, heute nicht. Ja, und später wollten wir ja auch noch das Geheimnis um die ominösen Augen lüften. Ne? Oh ja. Also müsst ihr bis zum Ende dranbleiben, weil dann werden wir das Geheimnis lüften. Jetzt wird hier voll die Spannung aufgebaut. Mysteriös. Wer weiß. Genau. Am Ende ist es so, einfach weil ich keine Lust habe. Ja, genau. Kein Bock, nö. Eigentlich sag noch nichts. Nee, alles gut. Wir werden es sehen. Wir werden es später sehen im Stream. Wir haben ja noch ein bisschen mehr als eine Stunde. Oh ja. Ja, aber es ist halt immer irgendwie, dass die Zeit so. Hey, ich vergesse die auch komplett. Ja. Die vergeht hier auch so super schnell. Ja. Weil man auch einfach den ganzen Tag sich verquatscht hier. Lalalala. Und die macht auch einfach so schön viele Sachen. Und das in erstaunlich wenig Zeit. Das finde ich auch immer so sehr beeindruckend. Ne? Also so in zwei Stunden sowas hinzuroppen und vor allen Dingen dann noch mit abzüglich Intro, Outro. Zwischendrin noch mal was anderes getan. Genau. Also. Ja, da hatte ich auch so ein bisschen Sorge, weil ich, wie gesagt, dann super perfektionistisch bin und dann muss das alles perfekt sein, sofort und vielleicht passt das in der Zeit, aber es geht schon. Das, was ich dann da sehe, so in Kleinigkeiten, das sehen die meisten dann auch gar nicht. Das ist dann nur für mein Gewissen quasi, dass ich alles gegeben habe und alles perfekt gemacht habe sozusagen. Aber das ist dann nur das Sahnehäubchen. Deshalb geht das auch so. Das süße Sahnehäubchen. So. Jetzt haben wir, glaube ich, nochmal die Figuren. Komplett. Du arbeitest aber super gern mit mehreren Personen oft, ne? Also das sehe ich auch in den anderen Werken, dass du ungern irgendwie eine Person oder hast, sondern wirklich immer so diese Konstellation von mehreren Menschen, die sich zueinander und miteinander bewegen. Und vor allen Dingen so Porträts kann ich mir auch nicht gut vorstellen. Vielleicht liegt das an den Augen, ich weiß nicht. weil ich die Dynamiken der Körper gerne darstelle. Mhm. Also ich mag das gern, wenn das irgendwie Bewegung hat und da was passiert und man auch viele Elemente hat, wo man was entdecken kann.
Ja. Also es ist jetzt nicht super wimmelig, kein Wimmelbild, aber oft, dass es auch so verschachtelt ist, das mag ich gern. Wir sind dynamisch zueinander. Mhm. Man sieht es ja auch hier. Also es ist wie so eine Dreiecksbeziehung gerade. Ja, ja. Rechts guckt zu links oben guckt zu links unten und links unten guckt zu rechts oben. Ja. Ja, das mag ich ganz gern, dass es dann... Gleichzeitig versuche ich dann auch auf die Komposition zu achten. Mhm. Also wenn man das sieht, dass es irgendwie... Dass er hier unten so fast schon wie ein Rechteck an Platz einnimmt, dass sie dann im Gegensatz sehr hier an der rechten Seite sehr lang ist und eher vertikal das Blatt füllt und sie hier oben hat dann noch den Rest des Blatts, ne? Und dass sich das dann schön verteilt auf der ganzen Fläche, die man hat. Und die Elemente im Hintergrund, was dann da jetzt noch so hinkommt, Bretter und so weiter, die füllen das Ganze dann, dass es so schön dicht wird. Das mag ich auch ganz gerne. Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie du das machst dann. Mhm. Vor allem in welcher Farbe. Oh ja, jetzt stimmt, das wird jetzt ein bisschen schwierig, ne? Genau. Da muss ich gleich wahrscheinlich mal ein bisschen... Ich bin gespannt. In Unbunt. Jetzt Unbunt. Dann, genau. Non-buntual. Sorry, heute keine Farben für euch. Die sind heute raus. Gestern Stummfilm, heute schwarz-weiß. Genau. Ist ja auch bald Black Friday, ne? Unbunt Friday nennen wir es dann jetzt. Nächste Woche, oder? Nächsten Freitag, ja. Am 23. Am 23. geht's los, ja. Das, da bin ich leider nicht mehr im Lande, aber... Wo bist du denn? Ich bin dann im Urlaub in Tokio. Wow, für 2 Wochen. Bin ich auch mal gespannt, wie es wird. First time Japan. Ich bin sehr neidisch. Nimm dich mit nächstes Mal. Ja. Packen meine Koffer und nehmen mit eine Lisa. Da kommen bestimmt noch ein paar hinzu, die auch mit wollen. Klar. Ich mache da so eine Liste. Und dann kommt ihr einfach alle mit nach Tokio. Oh nee, wirklich, das ist echt ein Traum, finde ich. Tokio ist auch bestimmt super cool. Sehr, also, sehr reizvoll, ja. Man darf gespannt sein. Okay, so, jetzt Hintergrund. Genau. Show me the background. Jetzt bei so einen Sachen lasse ich den Stift außen vor und mache das wirklich mit dem Flächenrechteckwerkzeug, so heißt es. Oder ich klicke es einfach wirklich, klicke die Pfade, weil das ist ja Quatsch, das zu zeichnen. Da ziehe ich mir hier einfach die Elemente, die ich brauche. Das ist dann ja 100-mal schneller, ne? So, mal sehen. Zack. Ja, jetzt kommt das Problem, nämlich, ne? Genau, aber jetzt kommt das, dass ich dann, ich lasse es erstmal so und nehme jetzt eine ganz schrille Farbe, aber ich werde dann gleich das wieder reduzieren und Green dann... Greenscreening. Oh, ja. Genau. Nee, alles gut. Oh, wir können auch... Nein, das ist ja kein Stress hier, glaube ich, oder? Oh, jetzt hier ein Grün nehmen. Nein, das passt. Es ging mir nur darum, dass du es jetzt praktisch grün gemacht hast, so von wegen hier, du, der Platzhalterfarbe, damit du es wieder nochmal einfärben kannst. Kannst ruhig grün lassen. Ja, es ist ganz egal. Und das ist auf jeden Fall der Moment, wenn dann auch Weiß mit ins Spiel kommt. Das werde ich gleich mal gucken. Lustig. Manu hat geschrieben, Hashtag Betriebsausflug, Hashtag Adobe Live. Ja, wir nehmen uns alle mit. Oh ja. Alle. Ja, Tim im Hintergrund. Oh! Genau. Ein super Tipp von Dr. Jacqueline Hyde. Da werde ich auf jeden Fall hingehen zum Square Enix Store. Das tue ich. Das mache ich auf jeden Fall. Das ist ein guter Tipp. Und Eva schreibt, Tokio ist toll da. Ja, wenn du Tipps hast, gerne her damit. Ab Samstag, nee, ab Montag. Ab Montag bin ich da. Oh. Oh. Und bin immer sehr, sehr happy für Tipps. Wenn du irgendwas hast, wo du sagst, wow, da musst du unbedingt hin. Essen, Sehenswürdigkeiten, irgendwelche super Kitsch-Sachen. Irgendwas, wo man coole Sachen kaufen kann für andere oder für sich selbst. Gerne her damit. Oh, das finde ich ja auch so, so toll. Es ist alles wirklich etwas kitschig, ne? Alles rosa, kawaii. So kawaii, genau. Und allein die Fotoautomaten, so viel, so Spielzeugsachen und so, ne? Das, oh ja. Allein dafür lohnt es sich schon, einfach nur um das zu sehen, diesen ganzen Kitsch. Genau. Aber die Eva hatte noch eine Frage. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du dich als Designerin etabliert hast? Ich habe mich jetzt erst selbstständig gemacht und ich finde, man braucht viel Geduld und gerade beim Netzwerk aufbauen und so weiter ist es wahrscheinlich eine langwierigere Sache. Ja. Ich kann auch gar nicht sagen, wo da der Moment war, an dem ich gesagt habe, oh, jetzt bin ich etabliert, oder obwohl ich hatte eine Phase, da man
oder ich hatte ein paar Hemmungen zu sagen, ich bin Illustratorin, weil man oft sich vielleicht noch nicht bereit dafür fühlt oder denkt, ah, es gibt doch andere, die wirklich, wirklich Illustration machen und ich mal nur so ein bisschen. Aber das kam so schrittweise, dass ich dachte, okay, jetzt habe ich ein paar Jobs gemacht. Ich glaube, jetzt darf ich mich Illustratorin nennen. Und ja, das haben wir heute Mittag auch, ne? Erzähl ruhig weiter. Nee, sag ruhig. Ich fand es nur so lustig, weil du es jetzt gerade erwähnt hast. Ja. Wir hatten nämlich heute Mittag wieder dieses Thema, dass der Rufus mal angeschnitten hatte zum Thema, in Österreich darfst du dich nicht einfach so Fotograf nennen. Ne? Stimmt. Du musst da irgendwie in so einem Verein sein oder sowas. Und es wäre eigentlich ganz lustig, wenn es das als Illustrator auch gäbe, ne? So, aber du musst im Illustrationsverein Deutscher Zeichner sein. .ev. Und dann darfst du dich erst Illustrator nennen. Ja. Das ist wahrscheinlich noch so ein Ausweis, so einen kleinen Illustrator-Führerschein. Ein Illuschein. Illustratorschein. Genau. Führerschein. Genau. Ja, Designerschein. Genau so dachte ich das. Also, wo ist der Moment, der es mir erlaubt zu sagen, ich kann mich Illustratorin nennen. War jetzt komisch ausgedrückt, aber ja, ich weiß, was du meinst. Verstanden, ne? Ja. Jetzt so ein bestimmtes Niveau, wo man sich dann sagt, okay, jetzt. Ja. Könnte ich mich eigentlich so nennen. Ja. Aber, und das hat schon ein bisschen gedauert. Ja, ich tue mich tatsächlich auch immer schwer, wenn Leute sagen, hey, du bist ein Fotograf. So, nein, ich bin kein Fotograf. Mm. Ich kann ein bisschen fotografieren und ich kann ein bisschen bearbeiten, aber im Vergleich zu den Top-Fotografen ist es halt bei mir ein Witz. Ne? Also, ja. Also man sagt sich das halt immer so selbst. Ne? Ja, so irgendwie, das sind noch Meilen dazwischen, weil die können das viel besser. Obwohl wir auch immer wieder sehen, dass die Gäste, die herkommen, halt auch sehr, sehr, sehr simple Bearbeitungsstile haben. Ja, ne? Ja. Was auch sehr, sehr überraschend ist, aber auch wirklich toll, weil es eigentlich nur heißt, du musst dich gar nicht abschrecken lassen. Ne? Genau. Ja. Ja, man muss eh einfach das machen, was man will, sein Ding durchziehen und... Genau. Ich finde es auch oft blöd, also diese Betitelung, alles immer gleich betiteln zu müssen und alles, ne, also allem gleich einen Namen geben zu müssen. Mach doch einfach, was dir Spaß macht und ja, wenn man das dann Fotograf nennt, dann bist du halt ein Fotograf. Ja, cool. Finde ich richtig. Oh, jetzt kommen ein paar Sachen. Jetzt kommen wir, der Chat geht rund hier. Moment, jetzt muss ich erstmal gucken, wo war ich eben. Genau. Martin schreibt, man muss nichts können, man muss einfach sagen, ich bin Punk. Ja. Aber wahrscheinlich meinte er, ich bin Punkt. Also ich bin Punkt. Aber ja, das stimmt. Das hatten wir ja auch heute, glaube ich, nochmal das Thema. Ja? Das war bei Bao und Kiko. Zum Thema YouTubing. Ne? Ja. Da hat auch jemand gefragt, lohnt es sich eigentlich noch anzufangen, jetzt wo so viele Leute jetzt damit irgendwie YouTube und Influencer da sein und Co. sind. Aber im Endeffekt sind die ja auch nichts anderes als freischaffende Künstler. Ja. Ne? Das ist ein Content Artist. Und auch da ist es genau wie beim Illustrieren oder jedem anderen kreativen Beruf oder generell bei jeder Sache, die man anfängt, einfach machen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Anfangen, klar, es dauert vielleicht ein bisschen länger. Ja. Aber... Ich denke auch immer, das ergibt dann auch wieder andere Möglichkeiten. Also es öffnet sich dann vielleicht auch eine andere Tür und dann bleibt man vielleicht nicht auf YouTube oder dann bleibt man, ne, dann kommt man, am Ende landet man dann ganz woanders. Ja. Steffen schreibt, ich habe ein aktuelles MacBook Pro, trotzdem habe ich mit Latenzen zu kämpfen, Zeichenstifteingabe, Ausgabe auf dem Bildschirm. Wie groß sind deine Bilder und welche Auflösung arbeitest du? Hat Tim schon richtig gesagt, es kann an der Glättung aber sein, das hatten wir nämlich auch letzten Monat. Wenn die nämlich zu hoch gestellt ist, dann brauchst du tatsächlich schon eine wahnsinnig krasse Maschine, damit da die Latenz nicht so hoch ist. Würde ich jetzt zumindest mal sagen. Ja. Tim sagt, muss nicht unbedingt sein, aber er schreibt noch was, da kommt noch was dazu. Aber also die Glättung ist tatsächlich so ein Faktor, je höher die ist, desto mehr Latenz hast du da drin. Aber zu den Fragen, die dazu noch vom Steffen gestellt wurden. Ja, wie groß sind deine Bilder und mit welcher Auflösung arbeitest du? Auf jeden Fall, ich überlege gerade, ich wollte sagen, in 300 dpi. Klar, aber ich bin ja hier in Illustrator. Mhm. Ist das da überhaupt relevant? Das ist jetzt eine ganz blöde Frage, aber... Was meinst du? Es ist ja
Ja, ich glaube, bei Illustrator ist es... Es ist ja nicht pixelbasiert. Ja, bei Illustrator ist es, glaube ich, noch was anderes. Aber Photoshop zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall ein Faktor. Ja, auf jeden Fall auch 300 dpi mindestens. Letztens mal auch in 450, wenn ich es im Nachhinein vielleicht noch irgendwie ein bisschen größer haben will oder was damit machen möchte. Und ich lege es dann immer mindestens A4 groß an, 300 dpi, lieber A3 groß. Mhm. Sind dann ja in Photoshop natürlich schon ein bisschen größere Dateien. In Illustrator geht das irgendwie immer noch. Ja, damit komme ich gut zurecht eigentlich. Wie ist es bei dir mit, ich meine, du machst ja auch Sachen für Print. Hast du schon mal so ein riesiges Motiv entwerfen müssen im Sinne von 30 mal 30 Meter? Noch krasser, 6 mal 2 Meter. Das war ein riesen Banner für ein Hotel in Las Vegas, auch ein bisschen fancy. Also nicht für das, es hing in einem Hotel. Las Vegas. Ja, und es war für ein Softwareunternehmen, die da eine Veranstaltung hatten. Und haben da in dem Bereich so eine Workflow-Lounge eingerichtet und wollten da gerne, ich kann es auch mal zeigen, also das, ich habe leider kein Foto, sondern nur, was es letztendlich war. Und das war, ja, das war echt so groß und klar, da habe ich dann in Illustrator gearbeitet und die konnten das im Endeffekt so groß ziehen, wie sie wollten, ne? Ja. Ja, das war das. Das ist halt ein Riesenvorteil bei Illustrator, ne? Das ist halt echt schön. Ja, sobald du es einmal vektorisiert aufgesetzt hast, kann man es ins Unendliche ziehen. Theoretisch. Ja, aber selbst, also da Illustrator macht auch irgendwo eine Grenze. Ich glaube, ich konnte es nur auf ein Drittel so groß anlegen, aber es waren ja immer noch 2 mal 1 Meter dann in Illustrator angelegt. Aber ja, aber auch dann kannst du es ja aufziehen. Ne? Ja, also da gibt es ja auch spezielle Sachen dafür. Ja. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber ja, genau, das haben die dann übernommen, also die Druckverarbeitung und so, aber an sich, das, das ist halt der Vorteil. Das ist dann natürlich dann super. Das stimmt, ja. Das finde ich auch mal wahnsinnig interessant. Also dieses, dieses Vektorisieren, das ist bei Illustrator eben einfach. Oder das Illustrator so einzigartig macht im Vergleich zu den anderen Bildbearbeitungs- oder generell Bearbeitungstools. Dieses Aufziehen ist halt schon eine schöne Sache, muss man sagen. Ne? Also, ich kann es ganz klein machen und dann wird es halt riesig. Ich bin auch mal wahnsinnig fasziniert von Leuten, die sich mit Schriftarten beschäftigen, die Fonts kreieren. Ja. Das ist eigentlich super cool. Ja. Ne? Handlettering ist jetzt ja auch gerade total das Ding. Ja, da hatten wir nämlich auf der Max auch einen aus... Fonts. Es gibt keine Limit mehr für Adobe Fonts. Kein Limit mehr? Nein, du kannst so viele runterladen, wie du willst. Ah. Du hast gehört, es gibt kein Limit mehr für Adobe Fonts. Im Typekit meinst du? Nein, es heißt jetzt Adobe Fonts. Echt? Seit wann? Das heißt ganz schön mitbekommen. Ach, ja, entschuldigt Leute, ich war mit Arbeiten beschäftigt. Du warst doch auf der Max. Ja, das, also da war kein riesen Announcement dazu. Keynote, ja? Dann habe ich das nicht mitbekommen. Dann habe ich das tatsächlich... Eieiei, ich muss als Rechner nochmal hin, um noch was zu lernen anscheinend hier. Dass ich das nicht mitbekommen habe, dass es umbenannt wurde. Okay, ja stimmt, ich sehe es hier. Fonts.adobe.com. Wahnsinn. Da freut sich der Rufus. Ja, Wahnsinn. Aber es gibt immer noch Type... Kann ich das nicht zeigen in Illustrator? Mach das. Das ist so cool. Aber hier steht zum Beispiel auch noch ganz viel Typekit, ne? Also ja, ja. Aber guck, wenn du jetzt mit den Fonts da etwas schreiben möchtest, schreib mal Lisa, okay? Ja. Mhm. Lisa, das machen wir jetzt viel größer. Und so. Okay, das ist da auf einer anderen Ebene. Das ist eigentlich ganz cool, dass es so zwischendrin ist. Und dann ja, hier im Fenster, wie heißt das auf Deutsch? Was willst du denn gucken? Was ist denn auf Englisch? Transform. Okay, wo ist der Text? Warte. Schrift? Nee. Schrift? Wo ist das? Ja, wo ist Schrift? Ah, okay. Machen wir mal Zeichenformate? Oh. Das ist nein, das sind Formate. Das ist nur Zeichen. Ja. Schrift, Zeichen,
Absatz. Okay, da sollte die Font, nein, okay, Zeichen hier. Ja. So. Ah, ja. So. Und jetzt kannst du hier, wenn du die Fonts anguckst, einfach ja. Ah, ist schon integriert direkt. Ah, es ist integriert. Nice. Aber was du machen kannst, das sind die Schriftarten, die auf deinem Rechner sind. Mhm. Okay. Aber du kannst mehr suchen. Das sind alle Schriften auf Adobe Fonts. Alle. Sind alle drin. Die sind, ja, aber die sind nicht runtergeladen. Siehst du, da siehst du die Wolke? Genau, dann kannst du über in die Cloud dann. Und dann kannst du, wenn du drüber gehst, kannst du sehen, wie der Text dann aussieht. Mhm. Oh, ja, okay. Ja, genau. Also, das sind alle Fonts von Adobe. Dann kannst du sagen, okay, das will ich runterladen. Okay? So cool. Was sagst du? Super cool. Sag mir im Chat. Da steht ganz groß Schrift! Christine hat geschrieben Schrift! Ja. Danke. Genau. Super cool. Ich fand es eigentlich cool. Das, danke. Ist auch ganz gut. Das ist echt cool. Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ich habe auch nicht so viel mit Schriften zu tun, aber Wahnsinn. Nee, das ist ja natürlich ein Top-Feature. Aber Rufus hatte geschrieben, wer riecht sehr gut? Nein. What? Das Tim auf meinem Bett. Ach so, okay. Du alter Gauner, Tim. So, so. So, jetzt bin ich auch soweit, jetzt lege ich mir mal jetzt echt eine Hintergrundfläche an. Endlich meine Hintergrundfarbe. Okay, schwarz ist echt ein bisschen krass. Achso, Rufus hat gekriegt. Okay, jetzt verstehe ich es auch. Tim hat nämlich geschrieben, hallo, ich bin Rufus. Und Tim ist der beste Moderator auf der ganzen Welt. Er hat so viel Ahnung. Und er riecht gut. Was? Nein, ich bin doch hier. Uiuiui. Okay, wie ihr seht, wir haben vor der Kamera und hinter der Kamera Spaß. Aber ja, diese Fontgeschichte ist super cool. Das muss ich mir tatsächlich zu Hause auch nochmal angucken, weil das schreit ja geradezu, dass man mal das nochmal durchforstet und guckt und macht. Ne? Mhm. Und jetzt sind wir wieder bei Lisas Bearbeitung. Aber das mit dem Lisa da zwischendrin fand ich ganz cool. Ja, das sah cool aus, ne? Ja, vielleicht sollte ich ihm auch mal ein bisschen... So reingeschoben. Ja, hatte was. Ja. Ich hatte geschrieben, hab schon versucht, die Fonts zu checken, aber bin nur bis C gekommen. Sind wahnsinnig viele. Ja. Ja. Ja, echt. Ja gut, wenn es die ganze Bibliothek ist, ich meine, wir haben jetzt nicht nur 10 Schriftarten bei uns da rumliegen. Nur wow, in der verstaubten Ecke, oder so 10. Nimm dir die doch. Sale. Black Friday Font Sale. Genau, Marien schreibt auch völlig richtig, die Fonts kann man natürlich auch für kommerzielle Zwecke nutzen. Ne? Also das ist auch ganz wichtig. Hm. Weil ja auch viele, die das jetzt hier wahrscheinlich sehen, auch gerade Creative Cloud für kommerzielle Zwecke nutzen. Ja. Ne? Wobei ich mich da immer frage, ab wann ist es ein kommerzieller Zweck und ab wann nicht? Wenn ich jetzt irgendwie für meinen Onkel jetzt irgendwie ein kleines Plakat entwerfe, weil er halt seine nächste Party da bewerben will. Ist es dann kommerziell? Ja, ich würde sagen nicht. Fragezeichen. Ja. Ne? Also wann ist es... ja, ich finde es schwierig mit dem kommerziell, gerade wenn du halt so ein ganz kleines, so eine kleine Geschichte machen willst. Du bist eine Bäckerei und willst dir ein Plakat für dein Schaufenster entwerfen. Ist es dann offiziell? Ist es dann kommerziell? Oder ist es... ja... für deinen eigenen Laden, du nutzt ja das Design nicht, um es zu verkaufen, sondern um deinen Laden zu verschönern. Also ich weiß es nicht, ist die Frage, aber könnt ihr mal in den Chat schreiben, was ihr denkt. Finde ich aber immer ganz interessant. Ja, Dr. Jackson Hyde schreibt, ich würde annehmen, dass kommerziell bedeutet, dass man Geld damit einnimmt. Ja, aber wann nimmst du direkt durch das Plakat Geld ein? Also indem du praktisch sagst, hey, ich habe hier ein Angebot und kauf bei mir. Oder wenn du halt sagst, hey, es gibt jetzt ein neues... Wir haben jetzt ein Klo bei uns in der Bäckerei. Ist das dann auch kommerziell? Damit die Leute zu dir kommen und wissen, hey, das ist eine Bäckerei mit Klo. Also jetzt mal ganz blöd gesagt. Aber. Naja, vor allen Dingen, eigentlich würde ich sagen, was du eben meintest, wenn dein Onkel dich fragt, ob du dich ein Poster machst und du kriegst, ja, hier hast du 50 Euro dafür, ne, dann ist ja, hast du ja auch was verdient, aber ich würde es trotzdem als nicht kommerziell bezeichnen, weil es ja
Und dann wäre die Frage, unter der Hand quasi, ne? Es ist ja ein Freundschaftsding. Genau, aber du hast es ja für ihn erstellt, aber die Frage ist ja auch, für was nutzt er es dann, oder? Ach so, ja. Ja, ja. Genau. Also, das ist auch so eine Frage wieder. Ich finde, das ist immer so, ja, eine super interessante Geschichte. Aber das ist immer so die Frage. Genau. Dr. Jack, nein, nur wenn du für die Benutzung des Klos Geld nimmst, dann ist es kommerziell. Ja, das kann natürlich sein. Aber Tim hat auch hier noch was dazu geschrieben. Informationen in unserem Stream dienen lediglich Informationszwecken. Sie stellen keinerlei... So, Moment hier. Wo kommt das jetzt? Oh, ich hab einiges verpasst, sehe ich gerade wieder. Ui. Genau, Bingo, Christina, da, da, da. Achso, genau. Tim hat nochmal so eine rechtliche Absicherung eingeschrieben. Ist auch völlig richtig, genau, du hast nochmal gesagt. Ich dachte gerade, Moment, warum schreibst du? Nein, genau. Tod, nein. Ja, ja, klar, vollkommen richtig. Ja. Nein, nein, alles gut. Genau, aber wir erörtern ja nur hier und erläutern nicht im Sinne von, dass das, was wir jetzt sagen, ist Gesetz ist, sondern keiner von uns hier kann das behaupten. Aber nein. Ich finde es einfach nur eine interessante Geschichte, ein schönes Thema, was man halt da nochmal gucken kann. Aber ja, vielleicht ist es auch wirklich einfach nur das ganz einfache System von dem, was Dr. Jekyll Hyde geschrieben hat. Solange du damit Geld verdienen kannst, in direkter Absicht, dann ist es kommerziell. Ach, ich habe schon weiter vergessen. Christine schreibt, wenn ich ein Herz zeichne und mit Herz beschrifte, dann das dann an einen Verlag verkaufe, dann ist das auch kommerziell. Mhm. Ja gut, aber du hast es ja dann verkauft an den Verlag, damit er die Nutzungsrechte hat und für sich nutzen kann. Das ist schon auch schon richtig. Ja, aber der Verlag hat dann nicht die Nutzungsrechte auf die Font, weil du nicht die Font verkauft hast. Ja, aber das heißt, er müsste dann die, also wenn jetzt bei der Font, wenn er zu andere... Sonst könnte die Person das nicht nutzen, rechtlich gesehen. Also wenn jetzt... Doch. Also nutzen schon, aber... Aber nicht ändern oder... Okay, gut. Lennart schreibt, mein Großvater gibt mir manchmal 20 Euro für das Erstellen seines Briefpapiers. Hab ihm bisher noch keine Rechnung gestellt. Ach so ist das, Lennart. Unter der Hand ist ja auch noch Schwarzarbeit, das ist ja noch illegaler, schreibt Jürgen. Ja, ich sehe schon. Das ist auch ein lustiges Thema hier. Ich halte mich auch ganz gekonnt raus. Genau. Ja, da... Ich habe die leider vergessen, die fehlt jetzt noch. Aber ich habe gerade schon mal alles so, wie man sieht, in wie viel Farben habe ich jetzt? Also wenn man schwarz und weiß mitzählt, schwarz, weiß, blau, rot, 4 Farben, pinker Hintergrund, versucht es alles so gut es geht zu verteilen. Das sind jetzt noch nicht die Farben, die ich final nehmen werde, aber dass ich schon mal weiß oder dass ich den Überblick habe, wie die Farben verteilt sind. Ne? Das ist auch wieder schön... harmonisch aussieht, also nicht unten alles blau ist, oben alles rot und so. Und dann schaue ich, mache jetzt noch die Leiter dazu und dann gucke ich mal, was für eine Farbkombination ich dann haben will. Ja, ja, es ist cool. Es erinnert mich so ein bisschen an, ich musste gerade lachen, weil da sich jemand in Zoll umbenannt hat und so geschrieben hat. Du alter Gauner-Designer-Auge. Nein, aber was ich cool finde, es erinnert mich so ein bisschen an Super Mario gerade. Ja, stimmt. Er vor allem. Ja, genau. Ja, oh, musst du noch so einen Schnauzer machen. Ja, und hier, hat er nicht so ein M, oder? So ja, ein Drauf, ne? Auf der Mütze hat er ein M. Ah, so ein Cappy kann ich noch machen. Genau, und nee, goldene Manschetten, also goldene Knöpfe auf dem. Ah, ja, stimmt. Genau. Okay, ja, genau, also die Farben sind übergangsweise. Ja, natürlich, natürlich. Ja, vor allem stimmt, auch mit den Bricks da unten, ne, weil Super Mario Welt. Ja, und dann fehlen noch diese Münzen. Die Münzen und die kleinen Pilze musst du noch machen. Ja, nein. Aber, ja, du hast recht, stimmt. Ja, es ist sowas ist immer gut zu wissen, weil manchmal fehlt einem der Blick für sowas. Also wenn das jetzt meine finale Farbwahl wäre und du der Kunde wärst und mir gesagt hättest, Moment mal, das erinnert einen aber stark da und daran. Ja, das ist natürlich dann ungünstig.
Okay, was wollte ich? Die Leiter noch schnell machen? Genau. Genau. Und dann... Ja, also im Prinzip, ne, im Prinzip wäre es ja dann so gut, also auf dem Weg fertig zu sein, aber ich werde dann hier, also dass so eine Kleinigkeiten, wie man mit der Hand oder so, dass die dann hier so eine komische Lücke bildet oder dass hier noch was zu sehen ist. Das müssen wir nochmal ausfüllen. Und das stimmt auch nicht, das müsste irgendwie schwarz, ne, dass da die Schatten quasi oder die Innenseite des Hemdes und hier so eine Übergänge dann. Das ist dann so eine Detailarbeit, die ich dann nochmal kurz angehen würde, das so ein bisschen netter zu machen. Und aber ja, so sieht man ja dann schon mal, wo es hingeht auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Okay, Leiter war das, ne? Leiter. Leider, leider, Leiter, Leiter. Hier würde ich jetzt zum Beispiel auch einfach das nicht zeichnen, sondern... Jetzt geht das hier wieder nicht. Warum denn? Was willst du machen? Hm. Ich wollte das Fahrtwerkzeug einfach benutzen. Ach, ich hatte die Ebene ausgestellt, dass man sie nicht sieht. Okay, ach, dann geht das natürlich auch nicht. Jetzt, das ist die Vorlage. Mhm. Ja, Fahrtwerkzeug einfach so eine Linie, zack, schwarz und dann Kontur einstellen. Dann geht das ja ratzfatz. Ratzfatz. Ganz fix. Okay, ah, dann. Jetzt geht's los. Marien hat schon wieder... Okay, der Chat fängt wieder an mit Emojis. Es geht los. Ich habe gedacht, wir hätten das jetzt vergessen seit letztem Mal. Nein, nein, Christine, du hast es nicht gefragt, aber letzten Monat hatten wir ja hier den Emoji-Sturm, wo ihr im Chat einfach angefangen hat, Emojis zu machen. Hey, die grünen Punkte sind cool, Tim. Aber ich glaube, ich habe einen verloren. Ich glaube, ich habe einen verloren. Ne, der ist hier oben, passt. So. Also du machst jetzt ganz einfach, indem du sagst, du ziehst eine Linie und ja, machst eine fette Kontur drüber. Ja, genau. Easy peasy. Und ich wandle das dann aber um. Dann habe ich wieder meine Fläche. Ne? Mhm. Und ja. Genau. Und kann das dann immer noch groß und klein ziehen, wie ich will, dann am Ende. Mhm. Ups. Nochmal. Da müssen wir rangehen. Nicht auch eigentlich hiermit? Mit dem Stift meinst du? Ja, vielleicht ein bisschen. Das kann gut sein. Leider habe ich kein iPad mit Stift. Das kann ich dir so nicht sagen. Dun, dun, dun. Ja, ist ein bisschen umständlich. Hast du auch schon mal probiert, auf dem iPad mit Adobe Draw zu zeichnen? Adobe Illustrator Draw? Ja. Ja. Ja, habe ich probiert. Das Problem da war, also es ist, ich dachte auch, wow, das ist genau das, was ich will. Aber das Problem da war leider, dass wenn ich, wie ich das hier auch schon mal versucht habe zu zeigen, dass wenn ich jetzt hier zum Beispiel so eine Ecke wegradieren will oder wieder hinzufügen an irgendeiner Stelle, ja, dann sehe ich in Adobe Draw nicht, was für Pfade mir da angelegt werden. Also ich kann es so, ja nur zeichnen. Ja. Ne? Mhm. Und ich habe es dann, das ist wirklich cool, ne, dass du ja dann das, was du da gezeichnet hast, rüber importieren kannst in Illustrator. Und es waren unheimlich viele so krickelige Pfade, ne, weil man immer wieder was ergänzt hat und so. Ja, es war ein bisschen schade und ich glaube, dadurch, dass es dann immer ja auch in Pfade umgewandelt wird, hakt es leider dann auch öfter. Verstehe, weil ich dann ja so super in die Details gehe, ne? Weil ich dann nicht einfach drei Flächen und dann, ne, passt das, sondern dann auch wirklich, ja, der Zipfel muss noch weg und da muss noch wieder was hin. Also ja, es war leider nicht ganz so einfach. Dann bin ich eher in Photoshop Sketch dann nochmal. Mhm. Und da machst du dann auch deine Vorlagen manchmal? Mhm. Ja. Sehr cool. Ja. Das ist schon sehr cool. Ja gut, ich meine, das ist halt immer so eine Sache. Das ist ja auch so eine Sache. Ja, aber tja, es gibt ja viele Möglichkeiten. Also, ne, wenn das eine dann
nicht passt, dann nehme ich das andere. Ah, Jürgen schreibt, gerade eine Mail von Astropad bekommen mit der tollen Idee, iPad Pro als Monitor für den Mac Mini. Ja. Ist gar nicht mal so schlecht, die Idee. Ne? Ach, immer diese iPad-Geschichten. Wir kommen immer wieder drauf zurück. Ja, ich will es gar nicht mehr. Ja. Ich starre es schon begierig an, den ganzen Tag. Meins. Genau, meins, nein. Kriegst du es nicht. Bin mal gespannt, du. Hast du schon einen Titel? Oder wie ist das bei dir? Gibst du du gibst den wirklich Titel? Ja, gerade wenn ich es auf die Homepage lade, braucht man ja dann einen Titel. Da tue ich mich dann auch oft schwer. Und es sind dann auch immer englische Titel, weil ich auf der Homepage halt alles auf Englisch habe. Ja, und dann habe ich sowas wie Summer oder kreativ. Friends. Und hier wird es wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht. Handcrafter, ja, Mario. Workers. Genau. Oder, ja, so Teamwork, finde ich, passt auch. Los, auch Workers, bisschen, Timos? Hm? Okay. Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Lalalala. Tja. Ja, ich hatte übrigens einen anderen Punkt gefunden, weil es jetzt hier nochmal im Chat war. Ich hatte ihn auf der Stirn. Aber jetzt ist er wieder auf meiner Backe. Er ist auf Le Backe. Le Backe. Le Backback. Ja. Oh. Jetzt hast du die Leiter fertig. Genau, jetzt wandle ich das in Pfade um. Mhm. Umwandeln. Und ich kopiere es jetzt mal, falls ich diese einzelnen Sprossen hier noch mal verschieben möchte, dann lasse ich es erstmal so kopiert. Ach so, und jetzt, genau, der ist hier ja hochfalsch. Komm hier, irgendwie mal. Der müsste da so drüber. Und genau, weil der ja die Leiter anpackt. Mhm. Und das... Jetzt geht das nämlich mit den Farben los, weil jetzt überlappt sich hier so viel. Hier ist der schwarze Pulli, jetzt die Leiter schwarz, da sieht man nicht so gut. Vielleicht. Also würdest du jetzt jetzt ist halt blöd, ne? Weil es geht über alle vier Farben. Ja, das ist so ein bisschen. Ja, da kann ich mich dann auch sehr lang mit aufhalten. Aber ich. Also willst du aber auch keine neue Farbe dann? Nee, ja, es ist blöd. Also wenn ich jetzt hier. Mein Lila würde passen, aber dann wirkt es halt dann gleich schon anders. Klar, man erkennt es dann. Du hast ja auch den Fokus auf der Leiter dann, oder? Wenn es die einzige Farbe ist. Ja, okay, wenn es dann die einzige ist. Ich könnte die Farbe ja dann auch nochmal häufiger auftauchen lassen im Bild. Aber dann geht es halt verloren, das, was man ohne Leiter mit der Aufteilung der Farben hatte, dass es eben so limitiert ist. Was ich so ganz gerne mag. Das ist très verständlich. Ja, das ist die Frage. Was machen wir jetzt mit der Leiter? Any ideas? Irgendwelche... Was ich manchmal auch ganz cool finde, wenn... Ich kann das mal kopieren, einfügen, dann auf eine... Also zusammenfügen. Und dann mache ich das mit dem Pathfinder, dass ich hier mir da, wo es sich überlagert, den Pulli jetzt von der Frau nehme. Mhm. Das kopiere, hab die Leiter hier und dann benutze ich, ich glaube, ist es das oder das? Schnittmenge bilden. Ja, dann habe ich quasi nur diese Überlappung und kann hier dann eine Farbe wählen. Mhm. Ja, und hab dann, wenn das manchmal funktioniert ist, ne, dass ich das dann auch so grafisch. Das sieht aber auch ganz cool aus, ja. Abwechselt, ne? Also dass ich dann hier jetzt mal pink nehme und der Rest kann ja schwarz bleiben, weil man erkennt es dann noch. Hier könnte ich das auch noch machen mit dem Brett. Würdest du das Bein, das linke Bein von dem Herrn dann auch rüberlegen? Also vor die Leiter oder würdest du beides hinten lassen? Das hier unten? Ja. Ja, gute Idee. Könnte ich auch noch machen. Das ist schon halb so umklammert, oder? Ja, das wäre cool, ja. Ja, mache ich auch gleich mal. Dann war ich hin.
Ja, ja. Joachim hat auch geschrieben, Violett könnte man ja zum Beispiel auch innen in den Ärmel nehmen, um das zu unterstützen. Ja. Stimmt schon. Stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Ich überlege gerade, ob der nicht eigentlich komplett vor der Leiter ist. Ja. Macht Sinn? Ja, macht Sinn. Ist doch schön. Das ist doch schön. Das für dich Sinn macht. So, ich check das hier nochmal ab. Okay. Christine schreibt, bis auf das Pink finde ich es gut, ich kann Pink nicht leiden. Oh nein, schade, ist, ne? Ist mein Herz gebrochen. Du hast es ihr gerade gebrochen. Sie kam gestern und vorgestern ja schon so mit Pink- und Lachsfarbenen Accessoires an. Ja, ja, ich benutze Pink echt gerne. Auch im Zusammenspiel mit Rot finde ich es cool oder Lila. Mhm. Aber klar, also genau, die Farbwahl ist jetzt noch nicht final. Eigentlich könnte ich jetzt mal probieren. Also könnte ich jetzt mal schauen, was für Farben ich denn final verwenden könnte. Ich weiß nicht, soll ich das mal zeigen, was für eine Webseite ich da auch benutze? Mach das gerne, ja. Also es gibt da so eine Webseite, Coolers heißt die. Mhm. Coolers. Cool. Ja, wie auch immer. Oh, .co aus Korea. Nee, was war CO? Weiß ich nicht. .co war... Ich dachte, das wäre Korea. Hm? Südkorea dachte ich wäre. Kolumbien. Kolumbien? What? Echt? Was sucht ihr? Nee. .co. Ah, und hier habe ich eigentlich nur diese 5 Farben, diese Palette. Und wenn ich sage, eine Farbe weiß ich auf jeden Fall, dann könnte ich hier den Code eingeben. Mhm. Und zum Beispiel, ich bleibe auf jeden Fall bei dem Pink, sage ich jetzt mal so. Dann hole ich mir hier den Code raus. Okay. Und pack's hier rein und kann das hier locken. Lock. Und wenn ich jetzt die Leertaste drücke, dann sagt er mir Vorschläge, was für Farben da ganz cool zu wären. Und oft habe ich dann so 3 Farben oder 2 Farben. Also ich, ja, schwarz will ich auch auf jeden Fall haben. Also dann guckst du die Komposition dann einfach hier praktisch an. Aber das kannst du zum Beispiel auch mit Capture machen, ne? Capture, ja. Adobe Capture CC oder mit, Tim ganz richtig geschrieben, color.adobe.com. Oh, muss jetzt ja nicht unbedingt machen, ja, aber, nein, aber gut, das sind natürlich auch Alternativen. Ja, klar, dann musst du jetzt nicht aufmachen. Muss ich jetzt nicht aufmachen. Nein, dann ist ja gut. Genau, können wir gleich nochmal zeigen vielleicht, aber wenn du das so machst, wenn das dein Farbschemata ist, wie du dir das halt zusammenstellst, ja, manchmal, dann ist das natürlich eine coole Palette. Ich weiß jetzt nicht, war das in Illustrator auch? Ja, genau, Farben bearbeiten. Mhm. Das finde ich auch cool. Bildmaterialien färben. Und dann kann ich hier ja auch die Farben, wenn die, ne, entweder pro Farbe, also einzelne Farben ändern oder auch das Gesamtbild. Ich weiß gar nicht, ich habe da auch schon öfter mit rumgespielt und am Ende entwickeln sich daraus Farbkombinationen, die dann ganz cool sind. Ich denke, ja, wow, kann ich so übernehmen. Aber da müsste ich jetzt auch nochmal rumprobieren, genau, hier gibt es auch Sättigung, Helligkeit, genau, welche unten rumschraube. Dann wird das mir hier gleich angezeigt, wie ich das, ne, wie es dann im Nachhinein aussehe. Aber es ist auch echt praktisch. Ich muss es ja dann auch nicht übernehmen, aber es ist dann eine Möglichkeit zu sehen, was man noch machen kann. Ja, wie es dann hands-on aussieht. Du kannst ja auch nicht immer gucken, ob dann die Farbkombination auch zum Bild passt. Ja. So kannst du es halt direkt machen. Genau, aber wie gesagt, das, was der Tim eben einfach mal in dem Chat geschrieben hat, colors.adobe.com oder mit Capture.cc natürlich, sind natürlich auch Alternativen, die man auf jeden Fall sich mal anschauen könnte, weil damit hat man auch natürlich viele Möglichkeiten. Wenn nicht sogar mehr, um es mal ganz frech zu sagen. Ich probiere jetzt hier aber auch einfach mal rum. Meistens nehme ich anstatt einem Schwarz vielleicht so ein ganz dunkles Lila oder ein ganz dunkles Braun, dass es nicht ganz so heftig ist, der Kontrast. Und ist dein Schwarz bei dir auch ganz normales Schwarz?
Ja. Also ganz reines Schwarz quasi? Oder ist es so eine kleine Abstufung im Sinne von, dass du es ein bisschen gräulicher machst? Nee, es ist schon sehr, also wenn dann sehr, sehr schwarz. Also auch das Schwarz mit, ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich auch einen Namen, ne? Das ist hier unten, das ist nicht einfach... 0000. 000 ist? Genau. Ach so, doch, genau, dass es 000 ist. Aber wenn ich ja hier... In dem... Schwarz, das ist dann ja so ein Schwarz. Nicht so ein richtig sattes Schwarz. Mhm. Ja, deswegen meine ich ja, genau. Es ist kein reines Schwarz. Ja, Grunde. Okay. Also ich habe zum Beispiel immer 2F, 2F, 2F. Echt? Ja. Wie sieht das aus, 2F? Das ist so ein leichtes Grau. Ah, okay, ja. Genau. Ja, das mag ich ganz gerne. Auch bei Schriften vor allen Dingen, weil es nochmal so ein bisschen anders aussieht als dieses klassische Schwarz. Ah, okay, ja, verstehe. Aber das ist... Ich glaube... Ist halt gräulicher als jetzt das, was du natürlich hast, klar. Ja. Eher so Graphit. Ich glaube, weil ich sehr oft für Bildschirme benutze, nehme ich wirklich sowas, was richtig intensiv schwarz ist, weil es mir dann um den krassen Kontrast geht. Das dann passt ja auch eher zu deinem Bild dann als so eine als so eine Geschichte. Aber ja, I like it nice. Christine schreibt, mit Capture ist es total meditativ, wenn man rumsitzt und die Farben der Umgebung nimmt. Ja, das stimmt. Und sie sagt, das Lila findet sie schön. Das, was du eben gezeigt hattest. Ja, okay, genau. Ja. Ja, und dann mal ein, das, oh, jetzt habe ich schon fast meine Lieblingsfarben hier. Ich benutze echt sehr gerne so ein, für mich ist es ein Goldton. Mhm. Ein paar Freunde haben eine andere Bezeichnung dafür. Ich kann es mir schon denken, ich werde es aber nicht sagen. Ja, und oft geht es dann auch, nochmal Auswahl. Oft geht es dann auch so ins Gelb, dann wird es noch etwas, etwas matschiger, aber ich finde das ganz cool. Also ich mag so Kombinationen, die dann so ein bisschen so braun-gelb Matschtöne enthalten und dann aber im Kontrast dazu in so ein sattes Blau oder so ein Pink, dann aber einen ganz dunklen Ton. Ja. Mhm. Ja. Jetzt könnte ich schon fast, will ich schon fast sagen, ah, das ist cool. Jetzt will ich aber noch nicht. Aber nur fast. Aber nur fast. Da geht noch was. Vielleicht muss es auch kein Pink sein. Aber du hast jetzt diese Löcher, die du ursprünglich im Holz hattest, hast du jetzt rausgelassen, ne? Oder diese kleinen Nägel. Genau. Die würde ich noch machen. Also das zähle ich dann zu den Details. Ich würde dann im nächsten Schritt, wie gesagt, diese Feinheiten, diese Korrekturen machen und dann ein bisschen rumschieben und dann auch am Ende noch so diese Details wie diese Nägel. Oder ich kann mir vorstellen, dass es an manchen Stellen noch zu unruhig ist. Vielleicht muss ich manches noch vereinfachen, dass hier überlagern sich die Bretter. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Da würde ich dann nochmal gucken, wie man das vereinfachen kann. Aber was ich zum Beispiel auch spannend finde und auch erstaunlich, dass hier der Pulli von der Frau hat ja die gleiche Farbe wie das Brett im Hintergrund. Und da entstehen dann Momente wie hier, wo das eine Fläche wird, aber es macht nichts, weil man erkennt trotzdem, dass das vorne eine Frau ist und hinten irgendwas anderes, ein Brett. Also es darf sich ruhig auch manchmal überlagern. Und das ist, glaube ich, das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, wo manche dann vielleicht hier eine Linie ziehen würden, weil jetzt muss ich ja abgrenzen. Ja. Ne? Aber das ist egal, also das lasse ich dann so einfach. Ich wollte sagen, in dem Fall ist es jetzt nicht so tragisch, weil einfach du auch die Abgrenzung durch die blaue Innenfläche hast von dem Pulli und der grenzt das dann doch nochmal ein bisschen ab. Ne? Und auch durch die schwungvolle Form vom anderen Arm, das kann sich, glaube ich, der Kopf dann einfach mitdenken, diese Linie. Ne? Ja, genau. Aber wenn das jetzt größer wäre von der, ich sag mal, wenn die Fläche, die aufeinandertreffen, größer wäre, ist noch eine andere Sache. Ja. Deswegen hast du es ja auch hier beim Pulli gemacht und da unten bei der Latte musst du es jetzt nicht machen. Großartig. Mhm. Ne? Ja. Hast du jetzt natürlich trotzdem gemacht, aber es hätte auch ohne gewirkt, glaube ich. Ne, aber durch den Arm, durch das Bein und das Pink drumherum findet man, glaube ich, trotzdem noch diese Abgrenzung. Ja. Ja, genau. Ja, ist die Frage, soll ich jetzt schon starten vielleicht mit den Details? Sonst wäre das auch eine schöne Sache für morgen dann. Weil, ja gut, ich könnte auch nochmal, ich wollte ja noch ein bisschen hier an den Farben rumspielen. Vielleicht nehme ich nämlich doch kein Pink. Mhm. Mal gucken. Ich mag ja auch wirklich dieses Lachs. Also so ein... Le Lachs. Lachsfarben. Lachs Le Farbe. Aber ich weiß nicht. Ja, das finde ich auch. Also wenn du magst, kannst du auch heute die Details machen so ein bisschen. Und wir können ja mal morgen versuchen, den Tim zu illustrieren. Oh, da guckt er.
Nein, aber genau. Mach du, wie du das für richtig hältst. Also, du hast jetzt noch so eine Viertelstunde. Oh ja, okay. Genau, und dann würde ich nämlich sagen, gehen wir in den wohlverdienten Abend hinein. Ne? Für manche ist es schon ein Feierabend, für mich ist es eher noch E-Mails bearbeiten. Aber genau, ein bisschen haben wir noch. Ein bisschen kannst du schon noch. So ist das, genau. Ja, bei solchen Sachen ist es mir dann auch so, wie hier jetzt mit dem Kopf, ist es mir auch zu fummelig, das dann zu radieren. Dann nehme ich oft... Genau, Cornelia hat noch kurz geschrieben. Ja. Achso, sorry. Nee. Ja, erzähl weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, dann nehme ich hier auch das, das Fahrtwerkzeug und schneide das dann... Achso, ich muss natürlich in einer Ebene sein. Moment... Ups, so, hier jetzt und mach das dann mit dem Pathfinder einfach weg. Das geht dann schneller. Auch wenn sie jetzt einen ganz schönen platten Kopf hat, naja. Ich kann auch mehrere Flächen gleichzeitig auswählen. Also wenn ich jetzt hier diese Nüppel, die hier überstehen, die will ich da nicht haben. Dann wähle ich das Blau raus und das hier. Und dann nehme ich dann das Radiergummi mit, was ist das? Shift E. Mit Shift. Shift. Mit Shift E. Und dann radiere ich ihr ganz einfach meine Flächen so weg. Ich finde es sehr besonders, wie sie Shift sagen. Drücken Sie Shift E. Shift. Shift. Sie drückt Shift E und dann ist le Fläche weg. Le Flash. Silvi fragt, gab es schon die Aufklärung mit den fehlenden Augen? Nein, die gibt's gleich. Ah. Genau, deswegen sagte ich ja Viertelstunde, weil dann haben wir noch 5 Minuten, für die Augen. Um für die Augen noch ein bisschen Platz zu schaffen. Dann muss ich mir ja schon mal Gedanken machen. Genau, muss jetzt noch was ausdenken. Ich wollte ja noch ein bisschen Zeit schinden für die Lisa, damit sie noch ein bisschen denken kann, was sie machen kann. Ja. Das ist witzig, also, naja, wir können gleich drüber reden. Ja. Genau, aber mit Shift und E kann man das auf jeden Fall machen. Le Shift. Es ist sehr shiftig. So. Was sind denn noch Probleme? Wie ist es denn, wenn ich jetzt das praktisch, wenn ich es jetzt nicht gezeichnet hätte, also wenn du das jetzt hier auf am PC gemacht hast mit der Maus, hältst du dann auch diese kleinen Nippel? Nee. Die hast du nicht, ne? Die kommen durchs Zeichnen. Die kommen durchs Zeichnen, ja. Okay. Ja, das... Genau, es hat... Ich bin da auch so hin und her gerissen. Vielleicht habe ich da meinen super Workflow noch nicht gefunden. Aber bisher kam ich mit diesem Zeichnen und dass man dann radieren kann, ne? Das ist einfach mehr meins, als es wirklich zu konstruieren und zu klicken. Mhm. Aber klar, dann habe ich halt diesen Aufwand, nochmal diese Feinheiten zu machen. Auch wenn man die so auf Anhieb nicht sieht, klar. Aber... Frage ist halt natürlich, ja gut, wenn du dich damit da durchringen kannst, zu sagen, hey, für Auftragsarbeiten mache ich das und für so Sachen wie Instagram und so, das sieht eh kein Schwein, dann lasse ich es halt. Ja. Ja, gerade so eine Kleinigkeiten wie hier jetzt eben. Ja. Ja, das ist... Aber das ist halt die Frage, ne? Weil das ist ja, wie du gesagt hast, auch so eine persönliche Einstellung, dass man sagt, nee, ich habe das jetzt gemacht, ich will, dass es jetzt perfekt ist. Ja. Und deswegen... Ja, das ist so clean, das, ist, genau. Ja, genau. Ja, ich glaube, dann ist es vielleicht noch, also mir ist dann noch wichtiger, dass diese Blitzer, die man dann an manchen Stellen hat, durch die Überlappung, dass ich vielleicht dann eher die dann nochmal bereinige. Also hier zum Beispiel die Hand, das stört mich total, dass hier diese blöde Lücke ist. Blöde Hand, weg mit dir. Nein, das muss weg, genau das. Shift und E. Ja, aber es hat auf jeden Fall Vorrang genommen, also... Im Endeffekt könntest du theoretisch jetzt auch so schon rausschicken. Klar, theoretisch. Mhm. Ja, man sieht, was gemeint ist, genau. Das mit den Farben ging jetzt auch erstaunlich schnell, also die gefallen mir jetzt irgendwie schon. Mhm. Was mache ich denn hier?
Aber da kann ich mich auch unheimlich lange mit beschäftigen, die perfekte Farbkombination zu finden. Aber das sind auch nur meine Ansprüche. Das ist natürlich praktisch, wenn dann spare ich mir ein paar Stunden. Jeder hat ja auch so seine Lieblingsfarben oder Farben, die so kennzeichnend sind. Vielleicht. Ja. Total richtig. Das ist total, total richtig. Tja, wir haben wieder einen kleinen Schluck auf. Müsste aber gleich wieder vorbei sein. Das sollte gleich wieder sein. Ja. Ah, der Hand ist schon mal besser. Hicks. Manchmal schluckt der Stream auf und dann sind wir kurz weg, aber wir sind wieder da. Und falls bei euch das Bild gerade noch nicht mehr so gut ist, einfach mal kurz reloaden auf F5 und dann sollte alles wieder fein sein. Genau. Ich muss mir hier auch mal irgendwie das ausstellen. Wenn man dann in mehreren Ebenen arbeitet, dann ist man oft in einer anderen und dann wundert man sich, ah, es geht nicht mehr. Uhrzeichen nicht. Ah. Wo bin ich denn jetzt? Ah. Vielleicht müssen wir morgen doch mal eine Maus anschließen. Hätten wir da. Ja, ja. Mäuse ja, haben wir genug. Aber nicht diese Mäuse, die ihr meint. Die Mäuse. Christine schreibt, erst 18 Uhr, die Nachbarn loggen sich ins Internet ein. Ja, das hatten wir tatsächlich die letzten Monate hatten wir es so gehabt, dass die Nachbarn, also die anderen Mitarbeiter, sich natürlich dann mit uns das Netz geteilt haben. Aber ich glaube, jetzt ist das einfach nur gerade so ein ganz gewöhnlicher, kleiner Schluck auf Aussetzer vom Internet, von der Verbindung, aber das ist ja zum Glück ist es ja heute nur zweimal, glaube ich, vorgekommen und dann war auch alles wieder okay. Ne? Im Vergleich zum letzten Monat, da war es echt leider ein bisschen schlimm. Aber genau. Sollte jetzt hoffentlich so minimal bleiben. Aber zurück zu dir. Ja, ich überlege hier gerade. Eigentlich ist es auch Quatsch, dass das... Moment, das habe ich kopiert. Dann mache ich das nochmal weg. Ich dachte gerade, das muss gar nicht pink sein. Das sind auch so Kleinigkeiten. Ja, kann man machen. Ja, es sind so Feinheiten, die mich dann beschäftigen, wenn das grobe stehen. Was mit dem Abstand zwischen Haaren, Arm und genau hier? Hier diese Linie, ne? Genau. Ja, das ist auch so eine. Das muss ist ja auch noch, weg, ne? Genau, das muss noch geschlossen werden. Dann mache ich jetzt. Zeige ich einfach nochmal. Zack. Passiert dir das auch, dass du oft, also zum einen nimmt man immer die, wenn man zeichnet, die Mimik der Figuren an. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel verärgerte Leute zeichne, dann gucke ich selber auch immer so beim Zeichnen. Bist du auch verärgert, wenn du verärgerte Leute zeichnest? Okay. Ja, also oder, ne? Wenn man dann, wenn man das sieht und dann so, und daran arbeitet und dann da hat man das Gesicht vor Augen und dann guckt man. Oh gut, die lächelt aber. Und eben habe ich auch, wenn man so eine Linie zeichnet, dann. Ich mache dann immer so Geräusche, so. Oder. Plopp! Okay. Lisa erzählt aus ihrer Freizeit. Plopp! Und böse gucken gehören dazu. Auf jeden Fall. Na ja, gut, warum nicht? Aber ich bin bestimmt nicht die Einzige, die das macht. Niemals! Niemals! Ja, Christine schreibt, haha, ja, das kennt sie. Oh, das Grimassen schneiden. Ja, aber das ist doch das, sagt man das nicht so? Man, als Künstler verleibst du dich oder fühlst dich in deine Figuren ein. Ja, vielleicht ist es das. Vielleicht kann man das dann besser nachempfinden und hat mehr das Gefühl dafür, wie es auch aussieht. So. Bist du böse? Ist sie auch böse? Die Figur. Oh, das mache ich aber sowieso. Referenzbilder. Also hier bei der Skizze, da. Das hatten wir auch, glaube ich.
Da gibt es aber viele, die das machen mit der Fotografie. Ja. Ne? Das, ja. Also wenn du gerade beim Händezeichnen, wie ist es eigentlich bei dir? Hast du viele Schwierigkeiten gehabt mit Händezeichnen? Man sagt doch immer so, Hände sind so mit das Schwierigste zum Zeichnen. Ja, ja, nee. Nee, also ja. Meine Hände sind okay. Na gut. Wolltest du nicht so sagen? Nee, ja. Mittlerweile nicht mehr. Also mittlerweile, es ist ja auch so, dass bei mir ist überhaupt nichts anatomisch korrekt, glaube ich. Also man erkennt, was gemeint ist, aber ich glaube nicht, dass die Frau so einen kleinen bei Kopf oder hat. Bei den Bildern? Ne? Ach so. Nein, okay, nehme ich zurück. Alles gut. Voll gemein. Sorry, ich muss das ausnutzen. Du hast mir so eine Steilvorlage geliefert, ja. Danke. Ja. Aber du bist auf jeden Fall definitiv. Hände und Füße. Es geht. Ja? Ja. Naja, aber es ist bei mir oft nur so ein Klumpen, ne? Füße gerade. Ja, und Augen lässt du ja eh weg. Augen brauche ich eh nicht. Muss doch der Geist, ne? Insofern ist dann dieser stilisierte Stil, wenn man so will, ja, hilfreich. Ne? Man kann auch mal was weglassen. Kann man auf jeden Fall, ja. Ich finde es, wie gesagt, sehr interessant, weil Hände und Füße sind so... Ja. Ich finde, also bei dir geht es jetzt in dem Sinne, geht es ja, weil du relativ flächig arbeitest, aber wenn du halt das Ganze auszeichnen musst, ist doch sehr kompliziert, finde ich. Ja. Gut, aber... ist ja bei jedem anders. Ne? Mikiko hat ja nämlich auch erzählt, dass sie dann immer auch ihre Hände fotografiert und das dann halt so dementsprechend dann nachzeichnet. Genau, ja, das mache ich durchaus aber auch. Das meinte ich mit Referenzen, ne? Also wenn ich manchmal gar nicht weiß, ja. Wie bewegt sich der Körper in dem. Ja, stimmt doch. Dann in manchen Momenten auch die Handhaltung, vielleicht, wenn es so ganz außergewöhnlich ist, was man sich einfach nicht vorstellen kann. Das reicht jetzt. Ich habe auch immer schon Sorge, dass die Leute, weil ich wohne im ersten Stock und ich habe da einen Balkon und ich sehe die Leute, die da unten langlaufen. Und dann denke ich, naja, die könnten mich theoretisch auch sehen. Dann habe ich manchmal schon Sorge. Und dann gucken sie dich an, während du böse guckst. Die blöden Referenzfotos. Ja. Aber du bist auf jeden Fall nicht allein. Patrick macht das nämlich auch immer. Der Christian macht das, die Christine. Ja. Also da gibt es ganz schön viele, die das auch machen. Ja. Dr. Jack, ich muss erst mal fragen, wie sollen wir dich nennen? Ich kann dich jetzt nicht die ganze Zeit Dr. Jacqueline Hyde nennen. Kann ich dich Hyde nennen? Hyde finde ich nämlich cool, weil ich mochte diese Serie, die wilden 70er, ganz gerne. Und da gab es diesen Hyde. Kennst kenn du? Ich nicht, nee, kenn ich leider nicht. Ja? Jacqueline. Ja, aber Dr. Jacqueline Hyde. Weil, oder Dr. Hyde. Dr. Hyde finde ich cool. Nein. Ich will ja Dr. Jacqueline Hyde. Jacqueline. Dr. Jacqueline Hyde. Die Möglichkeit geben, sich auszusuchen, wie man sie nennt. Oder ihn. Oder es. Den Doktor. Wie man den Doktor nennt. Genau. Aber dass du jetzt wirklich auch so nah reingehst an die Finger, finde ich halt auch schon sehr, sehr faszinierend. Ja, also dass sich das dann so, dass sich das wirklich so stört, dass du sagst, ey, dieser Finger ist nicht rund genug, der muss rund sein. Das finde ich faszinierend. Ja. Naja. Genau. Philipp schreibt auch, ich bin auf jeden Fall fasziniert, wie detailreich das Endprodukt ist, obwohl es eben nur vierflächige Farben sind und die Form eher grob, in Anführungszeichen. Ja, das ist in der Tat spannend, genau. Ja. Das ist vielleicht auch der Reiz daran, dass ich dann nämlich wirklich bei dieser limitierten Farbpalette bleibe. Ja. Und man es dann irgendwie so verteilt und schiebt, dass es dann doch funktioniert. Aber der Eimer hier, das gefällt mir irgendwie noch nicht. Böser Eimer. Ja, ist irgendwie... vielleicht gerade oder so. Also eine Minute hast du noch. Und dann, oh ja, okay. Und dann geht's ans Geheimnis. Ja, dann machen wir morgen nämlich einfach weiter. Wir haben ja noch morgen den ganzen Tag Zeit für den Stream. Und zwar geht's nämlich um 10 Uhr wieder los mit Rufus und Lasse. Dem Lasse-Designen. Der wundervolle Stock-Photography beziehungsweise Stock-Compositing macht und euch dann morgen wieder zeigen kann, wie das Ganze funktioniert. Hat auch echt sehr, sehr schöne Sachen da. Und um 12, von 12 bis 2 haben wir dann wieder Gongbao und Kiko beziehungsweise Jezebel Kiko, die uns zum Thema Edit like a YouTuber, also wie ein YouTuber, Videobearbeitung zeigen. Und direkt danach Sean Boo und den lieben Tim, unseren eigentlichen Chat-Moderator heute, gestern und vorgestern und
heute, gestern und morgen, ist er aber dann natürlich heute bei uns hier richtiger Moderator, dass er sowieso immer ist, aber dann streichen wir nämlich das Chat einfach mal ganz frisch raus und dann ist er Live-Moderator. Na, müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen, weil der kann das auch sehr, sehr gut. Und genau, dann morgen als allerletzte Session zum krönenden Abschluss haben wir dann die liebe Lisa wieder hier von 16 bis 18 Uhr. Ja. Es wird also ein voller Tag. Wahnsinn, und dann ist es schon vorbei. Dann ist es schon vorbei. Na, dann ist es noch nicht ganz vorbei, weil wir haben ja morgen Abend noch unsere coole Creative Media Party hier in Munich Town. Wo wir eben nochmal so ein kleines... Ich hab den DJ nachgemacht, Leute. Ja, das wird auf jeden Fall ganz cool, ne? Wo wir einfach mal hoffentlich alle kreativen Gäste wiedersehen. Aber das könnt ihr auf jeden Fall dann auf Instagram weiterverfolgen. Yes. Nämlich über den Adobe Creative Cloud Channel, über alle anderen, die bei uns bei Adobe Live dabei waren. Da gibt es nämlich ganz schön viele Gäste, die dabei sein werden. Ihr werdet das auf jeden Fall nicht verpassen, ne? Genau. So, aber jetzt muss ich dir leider sagen... Wollen wir jetzt Pause machen? Genau, ja. Aber zeig uns doch nochmal kurz das Endprodukt, ja, dass man das vielleicht so sehen kann. Command 0, zack, speichern. Ja, so weit sind wir gekommen. Genau. Ja, eigentlich... sehr, sehr schön. Schon ziemlich weit. Ich bin ganz erstaunt. I like. Ich bin mir noch nicht sicher hier mit der Leiter, ob ich das wirklich gut finde mit dieser Überlappung. Da muss ich dann morgen mal schauen. Aber das sind, wie gesagt, so Details... Ja, aber das ist jetzt, wenn es nur darum geht. Ja, im Hintergrund mir zu unruhig ist. Ne, es sind natürlich viele Flächen oder durch diese Farbverteilung, da muss man dann ein bisschen aufpassen. Klar. Aber ja, das können wir dann nochmal gucken morgen. Genau. Und jetzt die Frage aller Fragen. Warum haben deine Figuren keine Augen? Jetzt enthüllt live mit Lisa. Ja, ich bin zuerst einmal sehr erstaunt, dass es überhaupt aufgefallen ist. Mhm. Weil ich habe schon oft gehört, was, deine Figuren haben keine Augen? Ja, also das ist schon aufgefallen. Ja, ich weiß nicht, jetzt kommt eine ganz unspektakuläre Erklärung. Leider, es tut mir leid. Es kommt einfach daher, dass ich angefangen habe, Figuren komplett zu zeichnen. Also ich mache ja keine Porträts. Mhm. Und wenn die jetzt weiter weg sind, so wie hier, habe ich nicht das Gefühl, dass man da Augen braucht. Weil die für mich in dem Sinne unwichtig sind. Also ich lege einfach gern den Fokus auf den ganzen, auf den ganzen Körper, auf die Haltung. Und vielleicht hat es auch damit angefangen, dass die Figuren am Anfang noch weiter im Hintergrund waren, dass es noch kleinteiliger war und so ein Auge ja nun sehr detailliert ist. Ich finde eigentlich schon fast den Mund hier oben. Der ist mir auch schon fast zu viel. Echt? Aber den Mund fand ich ganz cool. Ja, ich finde ihn auch cool. Also, aber in dem Sinne, es sind alles so... Details, die du hier gar nicht drin haben willst, weiß ich auch so. Ja, es ist ja alles sehr blockartig und sehr... Ja, sehr... grob, flächig. Mhm. Das so Details, die stören mich dann einfach. Und irgendwann habe ich angefangen, die wegzulassen. Und dann... Das ist dein eigenes Stil drauf geworden. Ja, also ich weiß nicht, es hat für mich auch so funktioniert. Oft kaschiere ich das dann und mache den Figuren Ponys, ne? Also dass sie einen Pony haben oder irgendwie so eine Welle davor, wo eigentlich das Auge wäre. Welle. Dann umspielt man das so ein bisschen. Ja. Aber cool. Ich denke, es hat einfach was mit den Details zu tun, dass ich die komplett weglasse. Ja, aber es spiegelt ja deinen Charakter wieder. Also es ist auf jeden Fall eine coole Sache, ne? Und wenn das für dich halt deine Figuren so sind, dann sind sie so. Finde ich cool. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit der Antwort. Ne? Ich meine, das war jetzt keine Larifari-Antwort, muss man sagen. Aber jetzt auch kein wirklich poetischer Hintergrund. Trotzdem, schön. Augen sind die Seele des Menschen und... Oh, tief. Nein, das stimmt aber auch. Also das ist auch so bekannt, würde ich sagen, unter Illustratoren oder in der Szene. Ich muss leider abbrechen, tut mir leid, aber lass uns da auf jeden Fall mal weitermachen, weil in 5 Sekunden geht nämlich der Stream aus. Okay. Also vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns morgen um 10 weiter wieder und tschüss, vielen Dank. Einmal schön winken, fester winken, ja, ciao.